sein Wort. Die Juden haben Ja, sein Wort aber geändert. jetzt, Die ja, haben Sache sich nicht erfand haben, und das weil zu die Mörtel es nicht gepredigt. geschafft Und haben, warte das mal. Wort Weil die es nicht geschafft geändert. haben, haben den Koran und Allah subhanahu hat gesagt, jetzt bin ich der Beschützer. Vorher war er nicht der Ja. Beschützer. Na, vorher waren die Israeliten. Nein, Bruder, Abdullah, jetzt warte mal, Da Abdullah, warte mal, waren warte mal. wir euch jetzt Abdullah, jetzt erwischt, warte mal, meine jetzt warte mal. Lüge. Bruder, lass Da einfach kurz waren reden, ich wir bin euch Beschützer. jetzt Abdullah, erwischt, lass meine mich mal kurz, Lüge. lass mich mal kurz War mir reden, das Abdullah. egal. Vorher Ganz waren kurz, wir ganz Israeliten, kurz, um ganz sie kurz. zu schützen. Ja, da haben wir euch doch erwischt. Jetzt ist doch Ja, vorbei, ihr Lüge. wisst, Ihr habt ihr das, seid ihr irre. seid irre. Da Lass haben wir jetzt einen ihr habt Clip das solchen jetzt vor mir gemacht, ne? ausgerufen, bitte. Zuschauern. Kann ich kurz bitte reden? Kann ich kurz kurz Zugegeben vor bitte den Zuschauern, dass Allah reden? Ihr nicht habt in mir der Lage ist, mein zugegeben. Wort Ihr zu habt mir, schützen. nein, nein. Hallo, Lass warte, mich das warte, nicht. einer muss reden. Warte, das ist okay. Lass mich bitte reden. Darf Egal, ich? was ihr da sagt. Allah hat die Israeliten, die Kinder Israeliten, die Bücher gegeben, dass sie es beschützen sollen, bis der Prophet kommt. Und die haben das nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft. Das waren Die haben das Wort Allahs geändert. die Abdullah, jetzt Prüfungen. warte mal kurz. Die haben es Bruder, nicht beschützt. Die darf ich mal sollten kurz es was sagen? beschützen, Jungs, behüten und da in diese. guck mal ganz kurz. Wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, weil im Endeffekt habe ich gerade euch den Vers Der genannt, weil ihr kanntet diesen Zeit Vers ist nicht. von Jetzt habt ihr. Parodie, deswegen küssen wir. Bruder, sei mal kurz ruhig, Abdullah, Egal, was ganz du kurz sagst, bitte, nach ganz denen, kurz die Sache bitte. ist Ja, lass aus. mich doch Das ausgehen. Guck mal, ja, jetzt ist ist auf einmal Ruhe. Logik. Ihr kanntet diesen Vers nicht, jetzt habt ihr diesen Vers gehört und jetzt sagt ihr, komm mir nicht mit Koran. Was ist das für eine Logik? Guck mal, erstens, Nein, ich habe nicht gesagt, komm nicht mit nein, Koran. Du dein kannst immer mit Kollege Koran war, kommen. Das hat er dein gesagt. Paulus hat zu Und mir ich gesagt habe gerade, gesagt, komm nicht mit weil du da Koran. Der meinst, wusste. damit ist die Bibel verfälscht. Ja, Ne, das ist also doch der Punkt. Ich habe dir doch gerade doch gezeigt. ja, Wir aber leben. du kannst, aber die Bibel ist erstens nicht verfälscht, Bruder, Leute. was Du zeigt ihr? Ja, nach verbreitest eurer den Ideologie, nach Koran. eurer Und damit Ideologie. meine ich, du kannst mit dem Koran Deine argumentieren, dass die Ideologie. Bibel verfälscht ist. Doch. Aber laut Koran widerspricht sich das, weil der Koran ist letztendlich am Oh, verfälscht. Habibi, guck mal, es geht darum, ihr habt diesen Vers damals genommen, gegen uns zu schießen. Ihr habt gesagt, ja, in der Das Koran gibt's steht doch so. gar Und nicht. dann habe ich den Vers jetzt gezeigt, dass Allah sagt, dass die Menschen Sachen erfanden in der Bibel und den Menschen gepredigt haben. Jetzt auf einmal sagst du, wir kommen nicht mit Koran, weil du Das wusstest nicht, sind dass das drin Mönche, steht. kommen nur nicht mit Mönchen aus der Das Ecke. ist doch So. Mönchtum, hä? Das sind die Christen. Evangelium sind ja Was Mönchtum, sind oder nicht? Christen? Was hat's Ja, zu jetzt tun? doch Ja, einmal, eigentlich Bruder, sowas. da merkt man, wie irre gegangen ihr seid. Kurze Guck mal, Frage. Warte, ich muss einen Test mit dir machen. Kannst du, was Bibel, ist 2 plus das steht 2? doch in den Koran. Die Bibel, die Israeliten haben mit ihren eigenen Händen verfälscht, steht das da drin in den Koran. Allah sagt, niemand kann meine Worte ändern. Niemand, auch Habibi, die ich habe euch doch Israeliten gerade so nicht. einen Warum Vers doch verstehst du nicht, genannt. was bedeutet, niemand kann meine Ja, Worte damit, ändern? Was ist daran so schwer? da lief eine Tafsir Aus davon. dem Damit ist Koran. gemeint. Ja, das war's. Der Allah beschützt jetzt den Koran, weil die Menschen es versagt haben. Die Kinder Israeliten waren die Warum hat er dann das Auserwählten. nicht geschützt Ja. vorher? Weil die Israeliten eine Aufgabe hatten, die waren in einer großen Prüfung, die sollten es hüten, aber die haben mit ihren eigenen Händen gefälscht. Ja, aber du hast gesagt, das Evangelium und die Tora waren Ja. Allahs Worte. Genau. Genau. Ja, Ja, und? aber Ja? Allah sagt, niemand kann meine Worte ändern, niemand. Ja, was ist denn damit gemeint? Das ist doch Aber das, was es ich versuche zu geht doch nicht erklären. Du darüber. nimmst ein Vers Nein, so das kann hoch. doch nicht wahr sein. Oh, Ich egal, rede Leute, guck mal. gleich Ja, durch, aber, ne? okay, Bruder, alles lass gut. uns mal Guck mal, ich gehe rutschen, raus. ja. Alles gut, weil im Lass Endeffekt, guck mal, damit, uns ihr habt jetzt diesen Vers jetzt. Merkt euch den rutschen. einfach. Ne, wenn ihr nächstes Mal irgendwas Nafti, sagt. weißt du was? Ne? Wir machen das Ja. doch ein bisschen einfacher. Nein, nein, nein. Wir machen das doch So. jetzt ein bisschen Hier, gemütlicher könntest du und das einfacher. vorlesen? Nein, Was nein, ich denn? möchte kurz das gemütlich und einfacher machen. Auch für die Ja. Zuschauer. Ist doch Ja. ganz einfach. Ja. Lass doch, ich gebe dir jetzt einen Koranwiderspruch. Ich glaube, das habe ich dir schon mal gegeben, aber ich glaube, ich habe Oh, noch nie eine jetzt wieder Antwort von deiner Widerspruch. Guck mal, Seite ich hab bekommen. dir, ich, darum geht's gerade nicht. Der Es geht nur Koran darum, weil widerspricht da du diesen nicht. Vers vom Koran genommen hast und es mal rezitiert hast, Der wollte ich nur Koran sagen, hey, widerspricht es 6 Tage, 8 Tage. Erinnerst du dich noch mit dem Universum? Habibi. Erinnerst du dich Habibi. noch? Bist du nicht Das war gar rausgegangen nicht, oder das so? war, nein, ich bin noch drinne, das war doch gar nicht mein, was ich dir mit dir besprochen hatte. Nein, jetzt muss ich dir aber zeigen, dass der Koran sich Okay, noch also weiterhin gib, ja, widerspricht. aber erstmal, Guck gibst du das zu mal, jetzt richtig? der Gibst du das zu, Koran. dass das jetzt Nein, drin ich steht, gebe oder nur zu, nicht? dass die Bibel Bruder, verfälscht. Was hat das dann denn brauchen zu wir nicht verfälschen? weiter zu reden, dann brauchen wir nicht weiter zu reden, weil du hast den Vers vom Koran Der genommen, gibt's ich habe dir doch diesen Koran für gar die nicht. Fest Der ist doch gezeigt, ganz dass drin ernst. steht, dass es Du meinst das ja ganz verfälscht ernst. wurde. Hallo. Ja, Habibi, Hallo. du hörst mir zu. Bleib mal ein bisschen locker, Bruder. Du bist total unter Stress. Ich weiß nicht, Mann. Was? Also, Ihr seid voll am können wir jetzt ein Schreien. bisschen was kontrollieren? Ja, aber Bruder, die wollen immer ablenken. Das ist das Ding. Ja, ich hecke euch ab. Können wir jetzt was kontrollieren? Das ist Ja. unglaublich. Das ist unfassbar. Könnt ihr jetzt bitte den Koranstelle jetzt kontrollieren, die ich euch jetzt gebe? Ja oder nein? Ja, sag mal. Okay, gib mir eine Sekunde, ich öffne das, weil ich habe immer alles auf den Notizzettel aufgeschrieben. Gib mir eine Okay, danke. Sekunde. Okay, und dann habe ich kurz eine Frage an Reza. Reza,
Wie viele Propheten kamen bei euch laut Glauben, laut der Bibel oder Glauben? Was, Mann, was erzählst du? Du, was ist doch egal, was ist das denn für eine Frage? Und das ist eine Frage, ja. Es ist doch Das egal, wie viele können Propheten. Also, wir zählen doch sowas. Was bringt mir das, wenn ich jetzt die Zahl jetzt weiß? Komme ich jetzt besser in den wir. Paradies oder wie? Zusammengezählt. Ich kenne die Zahl nicht. Ich muss sie zusammenzählen, aber das ist nicht so Sehr wichtig. viele, Warum? ne? Aber sehr, sehr viele. Vielleicht Nein, das sind nicht 100.000. viele. Das sind ein paar 10 Propheten. Okay. So, Okay. Und mit was ich komme jetzt, hallo, bin jetzt mit dem Koran da. Ich bin jetzt mit dem Koran da. Bitte, ich möchte jetzt, dass jemand jetzt, den Koran müsst ihr jetzt zu Hause haben. Wenn ihr mir erzählt, ihr habt den Koran nicht zu Hause, dann weiß ich auch nicht mehr mit euch. Man Also, braucht doch hier. ich komme jetzt nicht an, du hast den Koran nicht. Also dann musst du raus hier. Also, ich möchte jetzt diese Frage beantwortet haben von euch beiden. Wie lange braucht Allah, um das Universum zu erschaffen? Ich möchte jetzt wissen, was ihr beide antwortet. Sagt mir eine Zahl. Wie lange braucht Allah, um das Universum zu erschaffen? Ich will eine Antwort. Im Aber ich Chat weiß können die alle nicht, mitmachen. Guck mal, Muslim 22, 6. Muslim 22 sagt 6. Der ist einer von euch, ne? Der hat ja gegen mich hier 6 Tage, sagt er. Mit Liebe und Ehre sagt er 6 Tage. Der hat richtig gesagt. Sure 7, Vers 54 braucht Allah 6 Tage. Das stimmt. Für das Universum. 6 Tage. Richtig. Möchtest du einmal, kannst du einmal, kann einer bitte Sure, hallo, kann einmal Sure 7, Vers 54 gelesen werden? Abdul, bitte. Nee, du kannst das ja lesen. Ich werde das Das tue ich doch erstmal gar nicht. Lies doch einfach jetzt bitte Sure 7, Vers 54. Wie du mich immer von Bibel fragst, durchschlagen. verlange ich dir jetzt was von dem Koran. Sure 7, Vers 54. Dann liest uns das doch durch. Komm mir Du jetzt hast mir nicht jetzt wie dieser gesprochen. andere Muslim, der bei mir war und sagt, der ist ein Analphabet. Bist du auch ein Analphabet? Nee, liest das doch einfach. Das ist schon Bist du ein wie Mohammed, ein Kapitel. Analphabet oder wie? Sure 7, Nein, Vers jetzt 54. lese Sure 7, Vers 54. Schäm dich nicht, es ist dein Koran. Euer Herr ist Allah, der Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hier auch über den Thron erhob. Das war's. Punkt. Okay, 6 Tage, ihr habt das alle gehört. Bezeugst du, dass es 6 Tage sind? Da steht 6 Tage, ja. Ja, Amen. Jetzt sage bitte Sure 41, Vers 9 bis 12. Sure 41, Vers 9 bis 12. Jetzt muss man den Test von Bruder Reza auch bestehen. Mathematik. Einfache Plusrechnung. Jetzt bitte Sure 41, Vers 9 bis 12 lesen. Bitte lesen. Bruder Reza, hör bitte genau zu. Mathematik. Ganz leicht. Jetzt, Abdul, bitte Sure 41, Vers 9 bis 12 lesen. Welche Vers? Sure 41, Vers 9 bis 12. Bruder Reza, bitte Mathematik mitrechnen. An alle Zuschauer mitrechnen. Hör genau zu und lese genau langsam. Also Vers 9 bis 12, Sure 41. Das muss man einen Gelehrten nachfragen, was da genau Nein, gemeint lies wird. jetzt bitte vor und dann haben wir Ich es verstanden. sage ich da was. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Weiter. Das sind jetzt erstmal 2 Tage. Stimmt das? 2 Tage weiter, du musst weiterlesen. So, warte, da steht jetzt 2 Tage. Das heißt, da kommt immer eine Interpretation und man Ja, muss da jetzt das einen hier gibt dir Gelehrten gleich eine nachfragen. Interpretation. Jetzt Warum bitte steht da weiterlesen, nicht 6 Tage? aufhören. Da gibt es natürlich auch die Gelehrten, da wird man nachgefragt. Bitte Das ist dann noch weiterlesen. er Wir hat haben jetzt ihnen die ihr Zeit Test 2. Weiterlesen. Berge gemacht, die über ihre Auffragen und hat sie gesegnet und in ihren Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt. Wir haben jetzt vier So, Tage, 2 Tage und 4 Tage. Das ist schon die Zahl 6, wer Mathe kann. Weiterlesen. Danach hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rausch bestand, und sagte dann zu ihm: Und zur Erde kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten: Wir kommen in Gehorsam. So führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Ah. So Zwei führte er Tage, als vier Tage, zwei 7 Himmel Tage. Was macht Himmel das? in An zwei alle Tagen. Zuschauer, 2 plus 4 plus 2. Himmel gab
jedem Himmel seine Aufgabe ein und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schuss. Natürlich, das ist eine sehr komplizierte Satz. Nein, mein Bester. Das ist keine komplizierte Sache. Das ist keine komplizierte Sache. Die ist doch ein Tafsir von Ibn Kathir. Da muss man einfach mal einen Gelehrten nachkommen. Und ich weiß Ibn Kathir ist noch höher als die Gelehrten. Die Gelehrten lesen von Ibn Kathir. Nein, es gibt natürlich auch Gelehrte, die haben das auch schon mal erklärt. Ja, du kannst auch von Ibn Abbas lesen, ist doch kein Problem. Was? Warte, Bruder, den. Also, bitte, was haben wir gerade gelesen? 2 plus 4 plus 2, einfache Mathematik? Lesen und danach so genau ist verstehen. Ist das nicht einfache Mathematik? Also, wie lange hat da jetzt Allah gebraucht? 8 Tage, oh, was passiert? Allah ja, weiß doch, nicht, hallo, Jungs, welche Suche habt ihr gelesen gerade? Ich war gerade nicht sehr. Sure 41, Vers 9 bis 12. Du, Sure Nafi, kannst gerne Tafsiri jetzt alle aufmachen. Warte mal, Sure 41, ne? Vers was? Vers 9 bis 12. Vers 9 bis 12. Zwei Tage, vier Tage, zwei Tage. Und wenn ihr jetzt mit einer Erklärung kommt, ich sag und zeige euch jetzt gleich was ganz anderes mit einer anderen Sure, und dann seht ihr, was eine Erklärung ist. Dann habt ihr eure Antwort. Dann nehme ich euren Koran als kompletter Kontext. Dann seht ihr, 41. da 6 Tage, da 8 Tage. Jetzt bin ich weiß schon, was ihr gleich sagen wird. Und das ist noch niemals eine Erklärung. Die werdet ihr euch jetzt sogar selber aus. Ich weiß das jetzt. Gebt raus. Dann gebe ich euch noch einen zweiten Beweis, das nochmal meine Aussage untermauert. Bitteschön. Warte mal kurz, bitte. Also, Bruder Reza, bist du noch da? Bruder Reza, hörst du mich noch, oder? Nee, ich habe mich jetzt gerade, ich habe Krankenwagen gerufen nach diesem Gespräch vorhin. Warte mal, welche Suche hast du gerade gesagt? Suche 41, 9 bis 12. Ich mich einweisen lassen. Suche 41, 9 bis 12? 41, Vers 9 bis 12. Okay, danke. War bloß diese Sammy 4, 6 oder so, wollte einmal rein? Ja, kann ich noch einer rein. Eieieiei. Wer ist sie denn? Gottes Segen, Sammy, du kannst gleich sofort drehen. Bruder Reza, was haben wir gerade gelesen? Mathematik. 2 plus 4 plus 2, was ist das? 3. Ist die Verbindung schlecht? Ich habe euch nicht mehr gehört. Die Verbindung war komplett weg auf einmal. Kannst nochmal fragen, Bruder Reza, kannst du mal antworten? Ich weiß, mein Gehirn ist ein bisschen durch das Gespräch vorhin so ein bisschen. Ich verstehe. Man könnte ruhig Schwitze machen. Das ist nicht so leicht, den Koran zu verstehen, ohne die Gelehrten und ohne den Terror. Ja, nicht mit den Tafsir von Ibn Kathir. Das ist doch die Erklärung. Die ganzen Widersprüche nicht zu sehen zu wollen. Ja, das ist heftig. Ich habe euch jetzt einen Widerspruch gezeigt und schon kommen die Leugnungen. Da muss man einfach einen Gelehrten mal nachfragen, kannst du mal machen. Lies doch den Tafsir direkt von Ibn Kathir, Google ist. Nein, du kannst nicht einfach rein. Wie du wie der Tafsir ist weniger wert als der Gelehrte? Der Gelehrte liest doch von einem Tafsir. Du erzählst mir, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Gelehrter mehr Ahnung hat als die Ibn Kathir. Das hat nicht mit Ahnung zu tun, sondern die Erklärung, der erklärt das detaillierte Information. Das ist doch mal einfache Mathematik, mein Bester, einfache Mathematik. Das ist nicht nur einfache Mathematik, der Koran ist... Ich weiß, die 8 ist keine 8. Der Koran ist nicht das, leicht zu verstehen. Wenn man sie dreht, ist ein unendliches Zeichen. Du kannst wenn man sie einfach dreht, wenn man sie sagen, dreht, so sieht, man, sieht man eine Rennfahrstrecke, die immer wieder so hingeht, so immer eine Runde so. Der Koran ist nicht einfach so zu verstehen. Man das muss das nicht haben. Niemand kann den Koran immer verstehen. Das ist doch nicht mehr nur einfache Mathematik. Nein, ihr seht, das ist ein Widerspruch. Ihr kommt aber auf diesen Widerspruch nicht klar. Ihr kommt einfach nicht drauf klar. Dann gib doch zu. Sag einfach, ich komme damit nicht drauf klar. Ich sehe gerade einen Widerspruch. Ich bin, hat keine Antwort. Warum hat die Bibel keine Erklärung, keine Gelehrten? Wir haben doch keine Gelehrten, die was erklären. Die Bibel erklärt sich doch von selbst. Keine Texte, keine Erklärung. Mit dem Heiligen Geist wirst du es direkt merken. Ich erkläre dir einen nach den anderen. Bruder Reza, du hattest recht, warte, da kann ich mich nicht gehen, zum feuchten Krankenwagen. Bruder Reza, du hast recht, man muss Mathe-Test machen, bevor man redet. Zwangsjacke direkt mitbestellen. Mathe-Test, ohne Spaß. Ohne Mathe-Test geht das hier nicht.
Nee, ohne einen Allah kannst du nicht den Koran verstehen. Das will ich noch mal. Du kannst Witze machen, das ist, kein, das ist okay. Trotzdem, das bringt trotzdem das ist deine Sache nicht. Der Koran ist einfach, der Religion ist einfach, nicht so kompliziert wie euer Bibel. Auf einmal sagt der Koran ist doch nicht so einfach, ist kompliziert, das kannst du nicht so einfach verstehen. Die Bibel ist doch mal widerlegen sie sich selber in einem Satz, nach dem Satz. Nach dem nächsten Satz sagen die das Gegenteil, was sie vorher einmal gesagt haben. Aber die Bibel kann man gar nicht verstehen. Ist noch komplizierter. Wie kannst du dich denn noch in den Spiegel schauen, wenn du jede zwei Minuten deinen Satz änderst und das Gegenteil sagst? Was ist das Gegenteil? Kannst du ernsthaft dich in einen Spiegel anschauen und noch mit dir klarkommen? Jetzt mal im Ernst. Nee, ohne Scherz. Was denkst, dass du ein korrekter Mensch bist? Ich sage dir, den Koran kann man nicht so gut erklären, Abdul, ohne ein Gelehrten. Guck mal, Abdul, mach mich doch einfach. Gesagt, der Islam ist einfach und nicht so kompliziert wie eure Bibel. Die Bibel ist unnormal kompliziert, sonst würdet ihr ja nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Siehst du, und jetzt sagst du, mein Koran ist genauso kompliziert. Niemand kann es verstehen. Ja, aber der Koran hat ja einen Tafsir und Gelehrten schon damals, aber bei der Bibel gibt es sowas nicht. Ja, die Gelehrten genau dasselbe, diesen Widerspruch. Ja, aber diese Zeit, diese Tafsir gab es gar nicht von Jesus seine Zeit, die Erklärung, was geschrieben worden ist. Bei Jesus seine Zeit. Die Bibel ist einfach so entstanden. Sie haben das einfach nur umgesetzt auf deutsche Sprache. Aber jetzt seid ihr in dieser Zeit die Gelehrten der Bibel und das ist nicht vertrauenswürdig. Nee, der Jesus hat uns allen die Schrift geöffnet. Es wurde offenbart. Die Bibel erklärt sich von selbst. Die das leugnen, dass der Herr Jesus Gott ist, obwohl du das gerade gehört hast, der Bruder Dennis hat dir mehrere Beweise gebracht, mit Erster und der Letzte. Der Gott des Alten Testaments sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Gott des Neuen Testaments, Jesus Christus, sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und wenn ein Christendarsteller, möchte gern Christ, sagt, Jesus ist nicht Gott, dann hat er einen Hirnriss. Aber was können wir denn dafür, wenn Leute Hirnriss haben? Nein, aber du pickst dir nur die Verse raus, die dir gefallen. Aber es gibt in der Bibel viel mehr Verse. Du pickst dir die Verse, Schalter. Ey, was hast du jetzt? Guck mal, Leute. Warte, Bruder, rede das mal. Nein, warte mal ganz kurz. Und du Bruder, du bist die Verse aus dem Vor. Warte mal ganz kurz, hör bitte auf abzulenken, hör bitte auf zu täuschen. Und du pickst dir die Verse aus dem Koran raus, wie sie dir schmecken. Ganz einfach. Jetzt nimm dich hoch. Hör mal zu. Ablenken. Ja. Nein, ich lege dir das. Da ist eine Blockade in deinem Kopf. Da ist eine Blockade. Der hat sein Telefon kaputt geschrieben. Deswegen versteht man ihn nicht mehr. Der hat es geschafft, sein Mikro zu zerstören. Wahnsinn. Ich habe eine Frage. Bevor Jesus gekommen ist, wie sind die, was, mit welchen Botschaften? Guck mal, du hast unsere Frage gar nicht beantwortet. Ne? Null. Abdu, kannst du mir einen Gefallen tun? Nein, Abdu, kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Besorge mir bitte einen Imam. Da gibt es viele Imame. Ja, besorg mir doch einen Imam. Wie wär's damit? Ich wäre bereit, eine Debatte zu führen mit einem Imam. Ja, schick mir Freundschaft, ich gebe dir einen Imam vom Aber dass der hier kommt, ne? Du kannst ihm dann natürlich deinen TikTok geben, ne? Damit er reden kann, du bist daneben. Ich möchte, dass der kommt, ne? Und dann möchte ich eine Debatte mit einem echten Imam. Ich fordere den Imam aus. Heraus. Imame laufen nicht hinter jemanden her, die einfach so, wie du es gerne so. Hör zu. Widerlegt ihr mich? Ich spreche die Schade aus. Ist das ein Deal? Das ist so ein Deal oder nicht? Oder Reza wird sogar mit dir Schade aussprechen. Ja, ich würde sogar sofort die Schade machen, damit ich dann direkt im Himmel komme. Plus Abdul, ich setze noch einen oben drauf. Der Amir, Ex-Muslim, Amir wird die Schade mitsprechen. Ist okay, ihr seid Gelehrten von der Bibel, genau. Amir wird die Schahada mit aussprechen. Wenn du mir einen Imam bringst und dieser Imam uns alles widerlegt. Pablos, guck mal, mir ist aufgefallen, der dreht sich auch um den Kreis. Der ist erstens nicht auf die Argumente eingegangen. Ich bin der Erste und der Letzte, der philosophiert erstens rum. Dann haben wir ihn andere Argumente gebracht über die Gottheit und das war noch nicht mal alles. Das ist einfach eine Blockade. Das sind Menschen,
Die suchen nicht die Wahrheit. Das bringt einfach nur faule Früchte. Du siehst doch, du kannst stundenlang jetzt mit denen weiterreden und da ist eine Blockade drin. Aber Bruder Danny, ich will aber die Namen haben. Selber sagt, dass die Bibel verfälscht ist. Nein, erzähl kein Quatsch. Abdul, ich möchte, dass du meinen Imam bringst. Ist das ein Deal? Kannst du meinen Imam bringen? Du kannst versuchen, ob der kommt oder nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Bring mir einen Imam und ich werde mit denen eine Debatte machen und ich werde ein Gespräch mit voller Öffentlichkeit machen. Das wird live sein. Wir werden es absprechen. Wir können die Themen davor absprechen, damit ihr wisst, welche Fragen kommen werden. Und dann will ich, dass ihr in live reden. Und dann will ich wissen, ob der Imam mir antworten kann. Dann kann niemals dieser Satz kommen, ich muss den Gelehrten fragen. Weil der Gelehrte ist dann vor mir. Dann ist der Gelehrte vor mir. Besser geht es gar nicht, oder? Wenn du am besten bei den Mann würdest, du einfach die Pferde machen. Warte, Bruder Petty, ich verstehe dich nicht. Abdul? Gehen und fragen. Ja, frag ihn. Und sag, es ist äußerste Wichtigkeit. Sag, Abdul, sag, drei Menschen werden sofort die Schade aussprechen, wenn er uns A bis Z widerlegt und wenn er uns beweist, dass im Koran kein Widerspruch ist. Sogar Pierre Vogel hat wir werden die Schade aussprechen. Ich gebe dir mein Wort. Dein Wort spielt keine Rolle. Ja, ich gebe dir mein Wort. Ich werde die Schade aussprechen. Ich möchte mit deinem Imam reden. Ja, schick eine Freundschaft. Ich habe dir gefolgt. Folg zurück. Und ich möchte unbedingt den Imam. Ich meine, das tut ernst. Ne? Ich meine, das richtig ernst. Ich meine, ja, hast du auf jeden Fall. Der braucht nicht fragen, ja, er soll zustimmen. Mein ja, hast du. Bruder Reza ist auch dabei. Bruder Reza ist auch dabei. Ja, aber warte mal jetzt. Pablos, du siehst ja, er versucht das jetzt. Wie soll das Gespräch jetzt weitergehen? Wir müssen auch weitermachen, weil ja. Wie lange wollen wir ihn jetzt noch Bibelverse zeigen und ja, geben? Hast du recht, ja. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt vielleicht den nächsten hochholen. Den nächsten, ja. Abdul, die anderen ausruhen lassen und dann ja gucken, wie das da Früchte bringt. Gottes Segen, Abdul. Du weißt, was zu tun ist, ne? Noch. Du weißt, was du tun musst. Perfekt. Gottes Segen. Schreib mir. So, Sammy, Gottes Segen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Was liegt auf dein Herz? Gottes Segen, Bruder Angelo. Du weißt ja, wer ich bin, aber ich möchte bitte anonym bleiben. Achso. Ich wollte mein Zeugnis. Ist schon okay. Ja. Ist schon okay, Sammy. Ist schon okay. Hab direkt erkannt, wer du bist. Ja, weil ich wollte mein Zeugnis erzählen und weil das schon ziemlich privat ist. Aber vielleicht hilft das ja jemandem. Nochmal was? Vielleicht hilft das ja jemandem, weil ich war ja schon sehr extrem tief in der Finsternis. Ja, erzähl. Ja, warte ganz kurz, einen Moment. Ja, meine Lieben, ihr habt das alle jetzt gehört und den ganzen Zuschauer. Na, ich möchte unbedingt, wenn ein Muslim hier ist, ein Imam, besorgt mir euren Imam. Und ich werde mit denen das Gespräch führen, das in live. Das ist sehr wichtig. Dann können wir sehen, ob der Imam das verteidigen kann, was die Muslime ganzheitlich verteidigen können. Dann wollen wir es einmal auf den höchsten Prüfstand stellen. Auf den höchsten Prüfstand. Bruder Reza, ne? Bruder Danny, wenn dieses Gespräch stattfindet, ne? Glaub mir, die werden diesen Imam nicht mehr als Imam sehen. Ohne Spaß, die werden den Imam nicht mehr als Autorität, die werden seine Autorität absprechen. Da würde der Imam nicht kommen, weil er eben sein Gesicht verlieren kann in der Öffentlichkeit. Die wissen das, deswegen werden die nicht kommen. Der wird nicht kommen. Niemals wird er kommen. Wenn er kommen wird, seine Autorität ist weg. Hingegangen. Der hat einen Vortrag gehalten in Aratingen und dann bin ich zu ihm hingegangen. Der hat mich die ganze Zeit abgewimmelt. Wahnsinn, ne? Weil die wissen. Ja. Pierre Vogel zum Beispiel hat mich damals abgewimmelt. Ich habe Pierre Vogel damals mit denen geredet. Ich habe gesagt, du kannst doch mit mir reden, weil der Pierre Vogel so gesagt hat, wo ist ein Christ, der mit mir sprechen will? Der eine Debatte hier ummacht. Ich sage, ich komme sogar zu ihm, sagt der Pierre Vogel. Er hat sogar ein Video draus gemacht. Und ich schreibe so, ich bin hier. Da bin ich. Er löscht meinen Kommentar. Ich schreibe nochmal, du brauchst meinen Kommentar nicht löschen. Hier bin ich. Ich stehe noch immer hier. Ich verzeih dir, dass du meinen Kommentar gelöscht hast. Der hat nochmal geschrieben. Der hat einfach nicht drauf reagiert. Der macht ein paar Tage später noch ein Video. Kein Christ hat sich gemeldet. Ihr Feiglinge. Was ist das denn für ein Heuchler? Heftig sowas, dieser Pierre Vogel. Richtiger Heuchler. Holen wir mal den nächsten hoch. Ach, der Na.
der Dings wollte eigentlich hoch. Wo ist der? Der ist jetzt weg. Wo ist der? Warte. Der Dings, ja, der hier wollte noch einmal hoch. Der muss in 22, ja, genau. Der wollte ihm was sagen anscheinend. Also, was meinst du da mit dem Vers hier? Der Koran widerspricht sich. Wo? In dieser Nachttage? Suche 7. Also, lies mal genau durch, Mann. Nee, hör mal auf. Also, was steht da? Ja, er hat du weißt es anscheinend besser. Also, du machst diese 2 und dann zählst du 4, dann zählst du 6. Ist so, oder? Und dann noch was? Die 2. Ich lese 2 plus 4 plus 2. Das sind 8. Also, du meinst diese... Wollten... 2 plus 4 plus 2 sind 8. Warte mal, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat? Also lass mich reden. Erde in 2 Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen. Das ist der Herr der Weltbewohner. Also, er hat in ihre Festgründe Berge gemacht. Also, die Berge musst du mitzählen, diese 4 Tage, Kollege. Verstehst du? Die Berge entstehen nicht von selbst. Und dann kommen die 2. Verstehst du? Versuch hier nicht deine Bibelphilosophie da reinzutun. Was ist Universum? Wenn ich sage Universum, meine ich nicht alles? Ey, das Wort Universal sagt doch schon alles. Ne? Du sagst da, er hat die Berge, da zählst du nochmal 2 Tage hinzu. Weil er sagt 4, also diese 2 und diese anderen 2 sind 4. Kannst du mit dir reden? Verstehst du? Hör auf, deine Bibel hier hineinzufügen. Hier ist nicht keine Trinität, Kollege. Was ist meine Bibel? Wie kommst du jetzt auf Trinität? Ja, hier kannst du nicht philosophieren, wie du willst. Wie bist du jetzt darauf auf Bibel und hier in Trinität gekommen? Ja, du kannst nicht wie deine Bibel hier philosophieren. Da sagt Jesus ist nicht Gott und da sagt er, ja, er ist Gott und dies und das. Das kannst du hier nicht im Koran. Kollege, da haben Wissenschaftler versucht, das zu widerlegen. Keine Chance, Kollege. Und du willst mir hier sagen, ja, nimm mir diesen einen Wissenschaftler. Komm, bitte, sag mal den Namen. Sag mal den Namen. Hör mal auf. Sag doch den Namen. Auf. Also, sag doch den Namen. Diese 4 Tage sag zusammen. Doch den Namen. Also zähl diese sag 4 doch Tage den zusammen, Namen. So wie es auch da steht. Ja, erstmal Stummpaket. Ja, erstmal Stummpaket. Sag mal den Namen von dem Wissenschaftler. Ich will Namen. Ich will eine Quelle. Ich google dir alle Wissenschaftler. Du weißt ganz genau. Google mich. Aber er hat auch gerade also, Reza, hör auf damit. Gebracht. Du weißt ganz genau. Eine falsche Aussage auch gebracht. Habe ich nicht. Also, hier. Diese 4 Tage gehören zusammen mit diesen 2, verstehst du? Und noch 2 ruft er die Himmel und der Erde, verstehst du? 4 plus 2 sind ey, geht's dir gut, Mann? Du philosophierst. Ich philosophiere, hat er einen Schaden Kollege, oder was? Er hat geschrieben, er hat in der Festgründe... Boah, ey, das ist doch langsam... Guck mal, der hat sich selber sogar gerade gestummt, ne? Ich habe gar nichts gemacht. Bevor gleich dachte, ich meine, er weiß, dass er also Unsinn redet. Das stummt er sich selber. Da hast du wirklich jetzt selbst gestummt, ne? Gott, das ist mein Zeug. Hast du dich gerade selber gestummt? Das sind die Begriffen, diese 4 Tage. Muslim, ich will jetzt die Wahrheit von dir hören. Hast du dich gerade jetzt gerade selber gestummt? Wahnsinn. Wie er nicht drauf antwortet. Okay, seine Verbindung ist weg. Nein, okay, ich habe einen Anruf gekriegt. Ah, okay. Okay, das geht mir. Ist ja kein Problem. Aber da merkt man doch, was ein Schwachsinn Gott ist. Oh, Katastrophe. 2 plus 4 plus 2 sind 8. Es kann sogar ein Grundschüler. Wieso könnt ihr das nicht? Nein, das du zählst alle da 2 plus 4. Oder was? 2 plus 4 plus 2 sind 8. Guck mal. Was hat Allah gesagt? Was hat Allah gesagt in Sure 7, was ich da vorgelesen habe? Sure 7, oh, welcher Vers war es nochmal? Ich habe es jetzt selber vergessen. Warte, wo die 6 Tage waren. Ich glaube, Sure 7, Vers 42. Da sagt er doch, in 6 Tagen hat er es erschaffen. Was steht denn da? Er hat die Erde gemacht und hat sich zu den Himmel zugewandt. Und da, okay, guck mal, der ist rausgegangen. Das passiert. Ah ne, der ist nicht doppelt. Okay, da haben wir nochmal ein. Wir geben ihm diese Chance. Wir lesen jetzt ganz detailliert. Ganz detailliert. Jetzt hör zu, Muslim. Also, ich höre dir zu, Heide. Jetzt bitte öffne den Koran. Habe ich, ja. Sure 7, Vers 54. Lese es ganz langsam.
Ganz langsam, suche 7 Vers 54. Suche 7. Kann das einer reinschreiben in den Kommentaren, bitte? Suche 7 Vers 54. Schreibt mal alle rein. Suche 7 Vers 54, bitte. Bevor ich weiß ja da mit den 6 Tagen. Verstehst du? Jetzt will ich, dass du liest. Ich will, dass jetzt die Zuschauer jetzt verstehen. Lies, bitte, lies einfach. Rede mir so viel. Das dauert mir so lange. Lies. Lass mich mal ausreden. Also, ich hol gleich Jibri runter und er wirkt dich dabei, dass du liest. Lies jetzt bitte. Hol deinen Heiligen Geist lieber. Lies also, jetzt. Lies einfach. Sage dir, warte mal, ich sage dir, da steht 6 Tage, ja. Das ist doch das ist Pablo, so. Pablo, ich wollte was sagen, mehr in Liebe, ja? Bitte. Das ist richtig. Das ist recht. Das kommt nicht vom Heiligen Geist. Normal kommt das nicht vom Heiligen Geist. Ich habe keinen Heiligen Geist, Mann. Ich glaube, ich habe mit Pablo geredet. Er hat mit mir geredet, nicht mit dir. Okay. Also, Pablos, darf ich jetzt kurz, nur kurz, lass mich aussprechen. Es gibt's also, doch, er liest doch einfach diesen Koran. Lass mich doch aussprechen, ey Allah. Also, lass mich aussprechen. Ja, lass mich aussprechen. Also, du implementierst da in diese 4 Tage, die gehören zusammen, verstehst du? Die Berge und alles gehört zusammen in der Erschaffung nicht mal des so, was Universums. Ich dann merkst du, dass du gerade nur Spaß gerade redest. Es bringt gar nichts mit dir zu reden. Du willst ja einfach nicht verstehen. Weil da lies steht nicht noch 2. Verstehst du? Hallo Muslim, lies jetzt bitte Sure 7, Vers 54, sonst schmeiß ich dich raus. Ja, schmeiß mich doch raus halt. Ist mir doch egal. Tschüss, ehrlich. Ist okay. Ja, du willst nicht verstehen. Ist okay. Ja, du hast alles, ich hab's verstanden. Ey, Bruder, das ist langsam heftig, ne? Ich sag, lies, will ich lesen. Da steht einfach, der Weg, guck mal, das ist ganz einfach. Da steht, Allah hat die Erde gemacht und hat sich zu den Himmel zugewandt. Insgesamt hat er 6 Tage gebraucht. Erst in Sura 41, Vers 9 bis 12 wird das detaillierter aufgeschrieben. Die Erde, den Himmel, die Berge, das komplette Universum. Da ist 8 Tage. Da ist ein Widerspruch. 6 Tage, 8 Tage. Aber das will ich gar nicht verstehen. Da will er auch. Der hat, glaube ich, keine Ahnung, eine Blockade drin. Oder der schämt sich jetzt, weil er jetzt weiß. Der schämt sich jetzt, weil er jetzt weiß, da ist ein Problem. Ja. Zu drohen, rauszuschmeißen, wenn jemand auf da kannst du nichts machen. Ne? Wenn jemand ignoriert, dann musst du wirklich weitergehen, ne? Und den nächsten reinholen und das Gespräch auch wirklich beenden. Ne? Wenn jemand ignorant ist. Das merkst du dann. Wenn man sich im Kreis dreht, so wie der Bruder Dennis gerade gesagt hat, ne? Und dann, wenn du nicht weiterkommst, dann ist es wirklich auch beendet, ne? Weil du hast ja die Information rausgegeben und er will es dann einfach nicht mehr annehmen, ne? Ja. Das interessiert ihn nicht. Das heißt, er ist ignorant, weil er weiß, wenn er jetzt da das annimmt, die Wahrheit, dass es eben ihn verändern würde und er eben von der Welt und von seiner Religion und von allem loslassen müsste. Ja, leider. Ja, genau. Leider, ne? Ignoranz ist ein Schutzmechanismus im Körper eines Menschen. Ja, das hat der Herr uns gegeben, damit wir schreckliche Dinge eben ausfiltern können. Damit wir nicht Traumata rumlaufen den ganzen Tag. Es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht wissen, dass es Enthauptungsvideos im Internet gibt. Noch und nöcher. Der Mensch weiß das, dass es das gibt. Das weiß jeder Mensch. Aber sich das anzugucken, sich der Wahrheit zu stellen, das ist etwas, was schrecklich ist. Und deswegen ignoriert man die Enthauptungsvideos im Internet. Richtig? Obwohl man es weiß. Ja, weil das ein Schutzmechanismus ist, weil man weiß, wenn man sich solche Sachen anschaut, dann dass man eben traumatisiert wird. Das ist ein Schutzmechanismus, was Gott uns gegeben hat, um uns zu schützen. Aber wenn du diesen Schutzmechanismus nimmst, um die Wahrheit rauszuhalten, zu ignorieren, dann bist du gegen Gott. Dann bist du gegen die Wahrheit. Ja, genau. Das ist traurig, aber ne, dass man so ist, sehr, sehr traurig. Aber was sagt die Bibel? Wer sein Leben rettet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, der wird es retten.
und die wissen, das ist eine komplette Umstellung für ihr ganzes Leben, wenn die jetzt erkennen und sehen, okay, da ist auf jeden Fall ein Widerspruch im Koran. Aber die müssen ihre IQ so runtersetzen, dass sie sagen, alles klar, jetzt komme ich damit klar. Die müssen ein ganz anderes Niveau gehen, ganz, ganz, ganz weit nach unten. Sammy, du wolltest was sagen. Ich glaube, Sammy wollte eben was sagen. Die hat ja nur gesagt, warte und dann... Okay, wenn Sammy nicht redet, dann gehe ich auf den Kommentar ein. Adil, du sagst und schreibst den Kommentar, ja. Eure Töchter werden Burka tragen. Komm mal hoch und erklär mir mal diesen Kommentar. Was willst du damit sagen? Eure Töchter werden Burka tragen. Was willst du damit sagen? Das bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Sammy, ich höre dich. Okay, ja, ich habe gerade genau, wo du mich angesprochen hast, einen Anruf bekommen. Soll ich erzählen, Bruder Angelo? Ja, erzähl. Also ich möchte erstmal damit anfangen. Ich war bis vor 3 Jahren noch eine Muslima. Ich habe den Islam praktiziert. Ich habe Kopftuch getragen. Ich bin in die Moschee gegangen. Ich habe sehr viel Leid erleben müssen in meinem Leben, auch gesehen. Ich habe viel in Hurerei gelebt. Ich habe Drogen genommen. Ich war drogenabhängig. Ich habe 6 Jahre Marihuana konsumiert. TikTok sportlich. Dann genau, habe viel Gewalt gesehen, selbst Gewalt ausgeübt. Also ich war ein sehr verdorbener Mensch, ein sehr bösartiger Mensch. Aber wie soll ich sagen, es hat alles so angefangen. Ich habe zu Allah gebetet. Ich habe eine schwierige Phase durchgemacht. Mein Vater war Alkoholiker und ja, konnte mich auch nicht auf die Schule konzentrieren. Aufgrund dessen, ich habe immer versucht, von zu Allah eine Bindung zu suchen. Ich habe immer gesagt, Allah, hilf mir. Ich habe gebetet. Ich habe, ja, alles. Du kommst gleich wieder, okay. Ja, gleich wieder einen Anruf bekommen. Ja, bist ja da. Ja. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja. Nein, jetzt nicht mehr. Du bist raus. Hast du schlechten Empfang, Schwester? Jetzt, ja. Verbindung. Ja, der Empfang ist schlecht. Ja. Na gut, dann ziehen wir erstmal weiter. Ja, dann bist du ja wieder reingekommen. Ah, da ist sie wieder. Ja, du kannst reden. Hört ihr mich? Ja, bitte. Ja. Oh, es tut mir so leid. Ich habe Flugmodus gemacht, deswegen. Also, wo war ich stehen geblieben? Also, die ging es da. Also, sehr, sehr verdorben hast du gelebt. Ja, zu Allah. Du hast gebetet. Ja. Genau, ich habe immer gebetet. Aber ich habe nie gespürt, dass da so Wahrheit oder Liebe drin steckt. Ich war in der Moschee und ich kann mich erinnern, ich hatte noch diese Gelnägel vom Nagelstudio und die, in Anführungsstrichen, Schwestern im Islam haben mich so verurteilend angeguckt und ich kannte die auch seit meiner Kindheit. Also das war nicht so, dass ich in die Moschee kam und das waren alles Fremde. Im Gegenteil, das waren, ich sag mal, Sandkastenfreunde, ne? Und ich werde niemals vergessen, wie die mich deshalb angeguckt haben, diese verurteilenden Blicke. Und ja, der Hodja zum Beispiel, also bei der Moschee, wo ich war, war das zum Beispiel so, dass sie perfekt Deutsch konnte, aber immer auf Türkisch gesprochen hat. Und ich musste immer 3-mal nachfragen. Und dann hatte ich das Gefühl, aber dass die sich davon genervt gefühlt haben. Versteht ihr? Ja, erzähl weiter. Ja. Genau. Und dann war das so, dass ich dann angefangen habe zu kiffen durch meinen Freundeskreis. TikTok sportlich, also du musst immer so anders reden. Also. Entschuldigung. Sag immer was Grünes, genau. Ja, genau. Zu rauchen. TikTok sportlich, verzeihung. Grünes, ja. Ja, genau. Ich habe immer vergebens nach Liebe gesucht, weil ich ein Mensch bin, der viel nach Liebe gesucht hat. Und wie soll ich sagen, ich habe Männern immer eine Chance gegeben, aber ich war sehr naiv, muss ich zudem sagen. Und
Ich habe sehr viel in Hurerei gelebt, sehr, sehr viel TikTok-sportlich und habe auch, wie gesagt, andere Substanzen zu mir genommen, war auch abhängig. Irgendwann bin ich so tief gefallen, da hatte ich eine Freundin, die war Araberin, die war Libanesin und die hat mich, ja, die war eine Narzisstin und die hat mich zu Sachen gezwungen. Sie hat mich sogar, krass, ihr hattet das Thema letztens sogar auch, glaube ich, diese Zeitehe, ne? Ah, oh, ja, ich zeig mal die Suche. Ja, die Zeitehe, ne? Die hat die an einen Typen vermittelt und gesagt, ich solle ihn heiraten, Bruder Angelo. Kannst du dir das vorstellen, damit er da eine Stunde seinen Spaß haben kann? Heftig, heftig. Daher diese Suche 4, Vers 24. Ja, genau. Bruder Reza, das ist doch in... welche Muslime machen das nochmal? Diese Zeitehe? Das machen nicht alle, ne? Das machen nicht die Shias. Ja. Okay. Kannst du weiter, Simi? Ja, und dann... ja, die war halt sehr, sehr böse, extrem. Irgendwann war ich so verzweifelt, ich war am Ende, ich wusste nicht mehr weiter, ich wollte nicht mehr am Leben sein. Ich habe gefragt, wenn es einen Gott gibt oder etwas im Universum, was mir helfen kann, was mir Seelenfrieden schenken kann, dann helf mir doch bitte. Und dann bin ich eine Zeit lang abgetaucht, um erstmal klarzukommen auf alles, was in meinem Leben passiert ist, in dieser kurzen Zeit. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, genau. Und der hat mir vom Evangelium erzählt. Und so bin ich zum Glauben gekommen, habe mein Bußgebet gesprochen, habe mich taufen lassen, bin jetzt vom Neuen geboren. Und ich weiß und ich bin mir 100% sicher, dass der Herr Jesus Christus sein Wort hält. Ich weiß, er wird kommen. Ich weiß, er wird mich erretten. Ich weiß, er hat ein Zuhause für mich. Ich habe im Herrn Jesus Liebe, Wahrheit gesehen und empfunden. Ich weiß, er ist der wahrhaftige Gott. Ich habe es in meinem Herzen gespürt. Es fühlt sich einfach richtig an, abgesehen vom Gefühl. Ich weiß, ich kann euch das nicht erklären. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und jedes Knie wird sich seiner beugen. Und ich wünsche mir jeden Muslimen da draußen, ihr müsst echt aufwachen. Also ich hoffe, ihr werdet das selber erleben, was ich erlebt habe. Beziehungsweise den Herrn Jesus auch kennenlernen können. Habt ihr noch Fragen zu dieser Hurerei-Geschichte oder zu den Substanzen oder zum Islam noch? Dann kann ich mehr darauf eingehen, weil ich habe das jetzt nur so grob erzählt. Nee, man hat das schon verstanden, ne? Mit der Hurerei und Substanzen und so weiter. Das war ja ein Leben, wie man es erkennt. Jeder hat quasi so gelebt. Ich rede nicht von jeder gleiche Weise, sondern jeder war ein Feind Gottes, automatisch. Und irgendwann hast du dann den Herrn Jesus Christus gefunden, weil du das Evangelium gehört hast. Das heißt, du warst die gute Erde. Du hast den Samen bekommen und bei dir hat die gute Erde direkt Frucht gebracht. Und dann die Früchte hat man dann erkannt, du bist von neuem geboren. Dein altes Leben hast du weggeschmissen, ein neues Leben hast du begonnen. Und so warst du dann versiegelt mit dem Heiligen Geist und bist gerettet. Ein schönes Zeugnis. Na, eine Wende, die du in Islam nie finden wirst. Du nimmst den Islam an, du bist dieselbe dreckige Person wie vorher, nur du betest auch nochmal fünfmal am Tag, mehr nicht. Vielleicht, und damals noch ein paar Sachen dazu, was wie so 65 Vers 4 steht, dass du gewisse Sachen noch machst. Ist aber alt. Ich wollte noch was erzählen, Bruder Angelo. Ja. Ich habe ja auch eine Zeit lang Musik gemacht, also ich habe extrem gerne gesungen. Und so bin ich auch in Kontakt mit Deutschrappern, Sängerinnen und Sänger gekommen in Deutschland. Also jetzt nicht welche aus Amerika, aber berühmte Persönlichkeiten in Deutschland. Und welche zum Beispiel? Ali Boumaye, Kali. Ah, der Ali. Ja, ich verstehe, der Ali. Ja. Und Ali Abu Chaka. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Genau. Es ist ja so, dass wenn man Substanzen, dass die nicht Stars. Nicht die Substanzen erzählen hier. Also diese, nicht diese Arten davon, sonst wegen TikTok. Nein, ja. Aber Substanzen darf ich sagen, Bruder, ne? Substanzen darfst du sagen, ja. Genau.
Es ist ja so, dass wenn die Stars auf der Bühne stehen, dass da Dämonen in die Reihen gehen, richtig? Ja, richtig. Und es ist echt krass, weil ich habe das sogar am eigenen Leib erlebt, zwar nicht, weil ich eingeweiht war, sondern auf eine andere Art und Weise. Ich habe gewisse Substanzen zu mir genommen und habe dann angefangen zu singen unter diesem Rausch der Substanzen, TikTok sportlich, und habe gemerkt, dass sich meine Stimme so krass verändert hat beim Singen, dass sie so schön klang, aber dadurch, dass ich diese Substanzen zu mir genommen habe, sind ja auch, habe ich ja Türen für die Dämonen geöffnet. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Und ja, mit jeder Sünde und so weiter öffnest du automatisch Türen, und gerade in diesen Bereichen, gerade in dieser Umgebung, da öffnest du definitiv Türen. Ne? Also der Herr hat dich wirklich jetzt bewahrt und du hast jetzt trotzdem den Herrn deine Zellen sogar gefunden, dein Leben verändert und das ich nie wieder mehr getan. Guck mal, eine Scheiße, Sammy, du brauchst Hilfe, psychische Hilfe. Nein, brauchst du überhaupt nicht. Denn sie hat ihr Leben verändert und jetzt gehst du den geraden Weg mit dem Herrn Jesus Christus. Und das ist wunderschön. Der Herr Jesus Christus hat all deine Sünden vergeben und du bist gerettet. Du bist ein Kind Gottes geworden. Ja, Bruder Angelo, Bruder Reza, richtig krass. Ich war gestern beim Sport und habe da einen Eingeweihten getroffen. Möchtet ihr, dass ich euch das erzähle? Ja, erzähl mal bitte. Ey, das war so krass. Ich musste das eine Nacht verdauen, weil ich war sehr sprachlos. Das war so. Ich war beim Sport und nach dem Sport übe ich immer noch eine gewisse Tätigkeit aus, und während ich diese Tätigkeit ausgeübt habe, höre ich von hinten meine Stimme, die mich ruft, Sammy, Sammy, und ich trage ja meine Brille und ohne meine Brille sehe ich ganz schlecht. Und dann bin ich näher gegangen und habe mich gefragt, wer da mich da ruft. Und dann sage ich, sorry, ich habe gerade keine Brille auf, wer bist du denn? Und damit ich, ah, du bist das, und habe mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich habe gesagt, ich weiß, du machst jetzt nur Musik, habe ich mitbekommen. Daraufhin sagt er, ja, das mache ich. Dann bin ich ganz schnell auf die Schiene gekommen mit, wenn du deine Seele, wenn du kannst keinen Erfolg haben, ohne deine Seele zu verkaufen. Daraufhin sagt er zu mir, ey, krass, wo, weißt du das? Unglaublich. Und jetzt kommt's, Bruder Reza. Dann sagt er mir, die haben mich vor kurzem auf FaceTime angerufen und mir erzählt, wie die diese Rituale machen. Ne? Die haben dir erzählt, wie die Rituale sogar machen? Am Telefon. Er sagt, die saßen im Kreis, ja? Und TikTok sportlich, du musst immer ein bisschen umschreiben. Nicht ganz genau, ne? Du weißt wie. Aber ist ja nicht schlimm, wenn ich sage, die saßen im Kreis, oder? Ja, die saßen im Kreis, aber wenn die weiter? Mit ganz vielen Frauen, und da waren ein, zwei Männer, und in der Mitte dieses Kreises war etwas Rotes, also die waren mittendrin in diesem R-I-T-A-L. Und dann ein Ritual, das ruhig sein, das ist ja noch okay. Ach so, okay. Und dann, ich hab mich nicht richtig darauf fokussiert, was er gesagt hat, weil ich wollte ihm noch unbedingt mitgeben, dass wenn er seine Seele verkauft, er keinen Erfolg haben kann. Also wenn er seine Seele verkauft, ja genau, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann war das der Fall. Später habe ich dann weitergemacht und ich merke, stopp, irgendwas stimmt da nicht an der Geschichte. Er erzählt mir, dass er diese Rituale gesehen hat, aber nicht eingeweiht ist. Irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich ihm gesagt, du, wenn ich dich erwische, wie du diese Schweigegeste, V-Signal oder, ihr wisst schon, diese Signale machst, habe ich ihm so vorgeführt, ne? Dann weiß ich, dass du drin bist. Dann sagt er zu mir, nein, das stimmt gar nicht. Nicht jeder, der diese Symbole macht, ist auch eingeweiht. Dann meinte ich, oh doch, glaub mir mal, das sind sie. Er sagt, ja, das machen manche auch aus Provokation. So, und dann habe ich nochmal über seine Worte nachgedacht. Und dann meinte ich, kann nicht sein, dass er diese Rituale sieht, aber nicht eingeweiht ist. Dann meinte ich, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn später noch was fragen kann. Und dann meinte er zu mir, hat er gewartet später, bin ich nochmal hingegangen und meinte, du, pass mal auf, wie kann das eigentlich sein, dass du diese Rituale siehst, weil die kannst du nicht einfach so sehen. Und dann war er ganz nervös und hat angefangen zu erzählen, hat die Geschichte wiederholt, und dann meinte er, ich hatte so Gänsehaut, als das passiert ist. Die haben mich quasi durch das Handy gezogen. Und und dann meinte er, aber woher weißt du das? Und dann ganz frech sagt er zu mir, hast du da auch mitgemacht bei diesen Ritualen? Und dann meinte ich, nee. Aber ich weiß, weil ich aufgrund dessen, dass ich wiedergeboren bin und den Heiligen Geist in mir habe, ne?
dass die alle gegen den Herrn Jesus Christus schießen. Und dann sagt er, ja, die schießen doch gegen jeden, hahaha, und mit so einer richtig bösen Lache. Ja, daraus, ja, das hat man gemerkt, ja. Ja, und dann habe ich... Gegen wen die wirklich schießen. Du verstehst schon, Bruder Angelo. Direkt verstanden, ja. Ja, und dann wollte sein Kollege, der neben ihm saß, unbedingt mein Zeugnis wissen, weil ich meinte, ich war Muslima, so und so. Und dann wollte er das Zeugnis erzählen, dann habe ich aber gemerkt, dass er eine ganz böse, extrem böse Mimik hatte auf einmal, dass sich sein Gesicht verändert hat, ne? Und er stand vor mir und ich habe angefangen, mein Zeugnis zu erzählen und ey, Bruder Angelo, er wollte mich, er war kurz davor, mir an den Kragen zu gehen. Er hat einen Blick gehabt, kurz zwischendurch sehe ich auf einmal, wie seine Augen weiß werden. Und dann meinte er, woher weißt du das alles und so, dass die gegen den Herrn Jesus sind? Dann meinte ich, du musst dir unbedingt die YouTube-Videos von, oder Videos von von Reza Arapur angucken. Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, Bruder Reza, hörst du? Bruder Reza, hör. Bruder Reza. Das sagt er, wie aus der Pistole geschossen. Sag nochmal, Sammy, du warst kurz weg. Sag nochmal, wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich sag zu ihm, du musst unbedingt die Videos von dem Reza Arapur gucken. Dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, Reza Arapur kenne ich. Den kenne ich, sagt er. Ich sag, echt? Er sagt, ja, ich habe mir schon seine Videos angeguckt, sagt er. Ich sag, ach so, kennst du dann auch seinen Bruder Ami Arapur? Dann sagt er, so weit bin ich noch nicht. Ja, also... Dann der hat sich damit mehr beschäftigt, mit der Entschlüsselung, weil der in dieser Freimaurer tätig sind. Aber Bruder Reza, das krass an der Geschichte ist, er erzählt einfach von den Rituren, als wäre es nichts. Ja, der Ach so. Was, Bruder Reza? Nee, das ist schon sehr eigenartig, ja, dass er überhaupt darüber spricht. Das ist das streng geheim. Und dann... war das so, genau, dann habe ich seinen Kollegen mein Zeugnis zu Ende erzählt, er hat mich dabei sehr aggressiv angeguckt, dann hat er drei verschiedene Mimiken, einmal hat er mich ganz böse und aggressiv angeguckt, danach hat er mich, das ist ein bisschen laut, jetzt, dann hat er mich wie so ein Smiley angeguckt und dann diese weißen Augen zwischendurch, also da waren ganz verschiedene. Da waren wirklich die weißen Augen, das ist heftig. Ja. Aber Schwester, du weißt, ja, ne, du sagst ja alles natürlich immer in... Warte, mit Mississippi. Genau. Warte, dein Koran ist gleich dran. Du weißt, ne, dass ich glaube sowieso jedes Wort, weil du bist ja noch eine Schwester im Glauben. Ne? Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Ja, und das ist heftig. Die Geschichte ist richtig heftig. Ja. Der erzählt dir von. Aber das eine Sache ist, der erzählt von der Ritual. Das ist das Krasse an der Geschichte, weil der hat seine Schweigepflicht gebrochen. Vielleicht, das kann ich nicht mal verstehen, oder? Was ist das, was so Freimaurer-Rituale oder was es ist. Oder Risa, kannst du das ein bisschen, eigentlich du bist dann der es am besten kennt. Ich habe noch nicht zu Ende erzählt, Pavlos, ja? Achso, was war das denn jetzt? Was ist das für ein Video? Sammy, erzähl weiter. Ja, jedenfalls, genau, jetzt bin ich out of concept. Auf jeden Fall, wie war das denn nochmal? Genau, habe ich mein Zeugnis zu Ende erzählt. Achso, ich bin stark der Vermutung, er hat seine Seele frisch verkauft, weil er macht Musik mit, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich kenne ihn, der hat auf TikTok, ist auch ganz bekannt, Theophilos Junior Bestelmeier. Ah, ja, ich kenne den. Ja, genau. Sein Name ist richtig viral gegangen. Ja, genau, der ist ja auch eingeweiht und ja, genau, am Ende habe ich dann gesagt, am Ende sagt er, als ich gesagt habe, dass ich Kopfdruck getragen habe, sagt er, Alhamdulillah. Und dann, als ich gesagt habe, dass ich wiedergeboren bin und den Heiligen Geist habe, seine Mimik, Bruder Angelo, von einer Sekunde auf den anderen. Am Ende sagt er zu mir, auf einmal verändert sich seine Stimme und dann sagt er zu mir, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Aber warte. Den kanntest du aber vorher schon, ne? Diese Person, ja. Deswegen hat er mit dir geredet. Ja, er dachte, Bruder Reza, kann es nicht so sein? Er wusste, weil die Engel, nicht mal die Engel wissen, und wir wissen ja, dass Dämonen gefallene Engel sind, nicht weil die Engel wissen, was ein Herzen ja ist, ob eine gerettet ist oder ob eine nicht gerettet ist. Es kann ja sein, dass der dachte, boah, ne Schub, ich werde jetzt mit da holen, und der hat es dann, der wusste nicht, dass sie den Heiligen Geist hat. Der dachte, da wäre noch Sammy vom Frühjahr.
wie ich es mit reintun kann. Meinst du das jetzt in deinem Bruder Reza? Ja, aber auf jeden Fall wieder so eine Verführungsschiene, um die Schwester Sammy zu verführen. Das Problem. Und wo er herausgefunden hat, dass sie den Heiligen Geist hat, wusste er, es ist vorbei. Ja. Deswegen hat er davor erst die Rituale erzählt. Aber dass dann direkt als Freimaurer sofort die Rituale erzählt, wenn man jemanden frisch reintun will, glaube ich ja nicht erwähnt. Das Problem. Ja, Sim? Bruder Angelo, ich habe letzte Woche in meinem Gym einen anderen Deutschrapper getroffen, Millionär, ne? Ja. Millionär, ja, so heißt der Typ, ja. Das ist der beste Freund von Haftbefehl, ne? Er hat ja sein Album, heißt ihn ja auch so, Milluminati und mit Haftbefehl mit seinem Offenbach, angeblich, ja. Ja, und der stellt sich, und das war so, ich bin gerade reingekommen, und wenn man bei mir im Fitnessstudio ist, dann muss man die Treppen hoch. Er stellt sich mit seinem Kollegen an den Rand und beobachtet mich, wie ich da vorbeigehe. Später habe ich ihn nochmal gesehen und bin direkt rausgegangen, weil ich hatte keine, ich kann nicht mit dieser Finsternis Gemeinschaft haben. Es geht einfach nicht. Ich konnte auch von dem Typen, von dem ich gerade erzählt habe, der frisch eingeweiht ist, ich konnte ihn nicht mehr in die Augen gucken. Es ging nicht. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr wenden, weil diese Präsenz, diese Dämonen, die mich da um mich herum waren, so, keine Ahnung. Sammy, das ist auch das, was ich dir auch gerade sagen wollte. Du musst mit deiner Kundgebung ziemlich aufpassen, weil damit machst du eine Tür auf zu deiner Seele. Und es sind viele, viele Menschen, die damit attackiert werden, so spirituell. Du musst echt aufpassen. Das ist doch gar nicht möglich, Bruder Abreser und Bruder Angelo. Also ein Wiedergeborener kann nicht von Dämonen besessen werden. Ja. Der kann immer einen Einfluss, natürlich. Aber nicht, also mit Einfluss rede ich von einer Verführung, Anfechtung, aber nicht besessen werden. Weil wenn du einmal den Heiligen Geist hast, da ist Licht in dir. Da kann nichts, eine Finsternis noch rein. Genau. Ich verstehe, aber nein, es geht darum, weil sie meint ja, sie kann mit diesem, ich sag mal, spirituellen Druck nicht umgehen. So, und deswegen, also um ihre Seele zu schützen quasi, um sich selber reinzuhalten. Ich zum Beispiel, mir hat mal ein Priester gesagt, weil ich habe gesagt, ich rede mit Menschen so, die kein Gewissen haben, sie davon zu überzeugen, dass es den Heiligen Geist gibt, etc. pp. Und die glauben ja einfach nicht, nein. Also es gibt Menschen, die sind schon dafür verdammt, ins Fegefeuer zu kommen. Die trennt die Gerste vom Korn. So, ich dachte mir, ach so, okay. So, und deswegen rede ich auch nicht mehr mit solchen Menschen, weil die haben einfach eine Sturheit, plus sie werden so richtig, wie du schon ein bisschen Sammy, so dämonische Züge kriegen sie auf einmal richtig, auf einmal wie ein Schizophrener, komische Facetten. Und dann denke ich mir, Alter, nee, warum rede ich mit so einem Menschen, öffne mein Herz für so etwas, zeige ihm mein Wiedergeburt quasi, wie ich mich dafür, und er zweifelt alles an. Nein, das will ich mir nicht antun. Das lieber ist es mein Geheimnis und ich bin glücklich damit, so für mich selber und habe die Liebe in mir. Warum soll ich das jedem preisgeben? Mit solchen Menschen erst recht nicht. Meinen christlichen Brüdern gerne, aber nicht diesen. So. Ich hab mich ihnen nicht preisgegeben. Es war ja eher, ich habe direkt gecheckt, was Sache ist. Ich musste direkt fragen, warum er das weiß, damit ich dementsprechend Abstand nehmen kann, da nicht mehr hingehen kann. Auch, ne? Und die können mir ja nicht, ich bin das ja schon gewohnt. Ich bin ja ständig, ich lebe in einer Stadt, hier sind überall an jeder Ecke irgendeiner, der seine Seele verkauft hat. Ich werde immer mit Eingeweihten konfrontiert. Na, die hat ja keinen Kontakt mit diesen Menschen. Also du hast ja keinen richtigen Kontakt mit denen, also dass du mit denen chillst und so. Nein, das ist aber dann, was ich nur sagen will, Preti? Ja. Du weißt ja noch, dass ich dir Sachen ja gezeigt habe, ne? Wegen der römisch-katholischen Kirche, die Sachen da in der Heiligen Schrift. Hast du in der Nacht drüber geschlafen? Nein, bitte hör auf jetzt, Mann. Es gibt noch was. Es gibt noch was. Pablo ist Katholik, ne? Pablo ist Katholik, ne? Ja, ich weiß. Ich habe mit dir schon geredet. Oder bist du noch da? Ja, ich bin da. Ja. Okay. Ja. Also ich würde an deiner Stelle. Du hast einfach Bruder Reza gerufen und dann mehr nicht. Ich wollte nur gucken, ob er noch da ist. Ich würde an deiner Stelle wirklich die katholische Kirche so schnell wie möglich verlassen und wahrhaftig wiedergeboren werden, weil sonst gehst du in der Ewigkeit verloren. Herr Fetti, ich wollte jetzt da. Du hast doch jetzt hier. Wir haben ja was geprüft, du hast gesehen. Boah, das ist viel, ne? Es gibt noch was.
Du hast einen guten Punkt erwähnt, Fegefeuer, das gibt es nicht. Okay. Hat auch die römische katholische Kirche erfunden. In der Bibel willst du nichts davon finden, nicht einen einzigen Bibelvers. Weil die römische katholische Kirche sagt, es gibt eine Fegefeuer, du gehst in diesen rein, ne, wenn du tot bist, legst deine ganzen Sünden also ab, also eine gewisse Strafe für einen Zeitraum und bist du dann wieder im Paradies, wie bei den Muslimen. Bist ein bisschen in der Hölle und dann kannst du wieder rein. Nein, wer einmal in der Hölle ist, bleibt in der Hölle. Der kann nie wieder raus. Das hat wieder die römisch-katholische Kirche erfunden. Es gibt keinen einzigen Bibelvers. Ist also Fegefeuer ein Synonym für Hölle, oder wie? Nein, aber die nehmen wirklich Fegefeuer als Fegefeuer und dann kommt die Hölle. So macht die römisch-katholische Kirche das. Deswegen okay. Fegefeuer. Denn das Feuer wird deine Sünden reinigen, ne, wegmachen, dass du deine Strafe absetzt wie ein Knast und dann gehst du wieder hoch. So, und hier, ein Katholik ist sogar gerade hin. Der Fegefeuer ist nicht in der Hölle. So, und das ist es ja. Die Katholiken glauben dran. Aber die Bibel nicht. Die Bibel, es gibt kein Bibelvers. Das hat die Kirche wieder erfunden, weil die ja wieder meinten, ne, Sachen zu erfinden. Du siehst ja, du hast das doch selber gesehen. Die ganzen Widersprüche der römisch-katholischen Kirche hast du jetzt ja selber gesehen. Und es gibt noch mehr. Also es ist nicht nur das. Es gibt noch viel mehr. Bei Petrus schon angefangen. Preti, sei ehrlich. Was sagt die römisch-katholische Kirche? Ist Petrus der Fels? Also natürlich, die römisch-katholische Kirche sagt ja, Petrus ist der Fels. Ne? Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Weißt du noch, wo Jesus das sagte? Zu Petrus? Das Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde erbauen wird. Petrus wo Jesus doch mit Dings geredet hat. Ja, Matthäus 16, 18. Oder nicht? Genau, wo er mit Petrus geredet hat. Ja. Genau. Der hat gesagt, auf diesem Felsen, ne? Okay. Ja. Also Petrus ist der Fels, richtig? Ja. Also sagt ja die römisch-katholische Kirche, ne? Also die Kirche sagt das. Ja. Ja. Lies mal bitte Psalm 18, Vers 32. Der Herr ist Gott und niemand sonst. Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels. Warte, du hast eine schwache Übersetzung auch noch geholt. Lies mal die Schlachter 2000 Elbefelder, die beste deutsche Übersetzung, die es gibt in Deutschland. Ja, was bist du an? Da hast du jetzt eine sehr schwache Übersetzung gerade gelesen. Die ist nicht richtig gewesen. 18, was war das? Psalm 18, Vers 32. Denn wer ist Gott als allein? Okay. Denn wer ist Gott als allein der Herr? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott hat Amen. Mich. Ja, okay. Siehst du? Und jetzt zeige ich dir was mit Matthäus 16. Petrus, ne, das aramäische Wort sogar Kephas, ne, wurde ja genutzt, so hieß er ja, Kephas, und Schlachter 2000 ist verfälscht, sagt er. Wahnsinn, die ist doch nicht verfälscht, also die beste Google ist doch, Elbefelder, Schlachter 2000 ist die beste deutsche Übersetzung von Originaltext auf Deutsch übersetzt. So. Ganz kurz, der hat gesagt, die Schlachter 2000 ist verfälscht? Nee, nicht Petri, das sagt dieser Katholik in den Kommentaren. Ja, dann sind wir noch gut. Das ist wirklich heftig. Ich sage einfach, die Bibel sei verfälscht. Wahnsinn. Egal. So, und jetzt nehmen wir mal das griechische Wort, weil es dann auf Griechisch aufgeschrieben worden ist, bei Matthäus Evangelium. Na, da steht ja Petros. Na? Petros ist ja griechisch. Das heißt Stein. Petra heißt Fels. Na? Der sagte Petrus, also Stein, auf dich will ich mein Felsen, ne, die Grundlage ist der Felsen gebaut. Da muss ich dir den Bibelvers zeigen, damit du verstehst, wer ist die Grundlage? Der Herr Jesus Christus. Wer ist der Fels? Der Herr Jesus Christus, weil Gott ist. Dann gebe ich dir jetzt einige Bibelstellen. Warte, ich habe die Bibelstelle vor mir. Dann kann ich die dir sofort nennen. Dass du direkt aber wenn es jetzt nicht so interpretiert ist, dass Petra eben der Fels ist, nicht Petrus, sondern Petrus.
Petra. Ja, Petra so. Ist fest, das griechische genau. Wort, ne? Petra. Und Petros. Halt vielleicht so falsch übersetzt wurde auf Petrus, dann ein bisschen dem, und er dann gesagt, dann es so gesagt wird, dass Petrus der Fels ist, obwohl Petrus sagt, nur ein Fels wird, das ist quasi eine, ich erklär's, er sagt, ein Fels wird kommen, so quasi. Ich erkläre es dir mal, guck. Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, also du bist Stein, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. So, gehen wir mal weiter. Da müssen wir Psalm 18, 32 lesen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Dann sehen wir Gottes Fels. Gehen wir noch tiefer in der Schrift. Wieso Jesus sagte, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagte so Petrus, dass er ihn berufen hat, als ein lebendiger Stein aufzubauen auf den Grund, was gelegt ist, Jesus Christus. Lesen wir 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Dann sehen wir, was sagt Petrus dazu, was wir tun sollen und was der Fels ist. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Da Petrus jetzt geredet mit dem Heiligen Geist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also sehen wir ganz klar, dass Petrus, na, der Fels ist, dass Petrus nicht der Fels ist, sondern Jesus ist der Fels. Und wir sollen ein geistliches Haus aufbauen. Und wir sind die kleinen lebendigen Steine, wie Petrus, ein kleines lebendiges Stein. Dann lesen wir 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7, 8. Für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Da sehen wir es. Ja, oder wie in Epheser 2, Vers 20. Jesus ist auch der Eckstein auferbaut auf der Grundlage des Apostel und Propheten, während Jesus Christus sich selbst der Eckstein ist. Also sehen wir es. Ganz klar, nochmal detailliert. Also die Bibel spricht wieder davon. Na? Und die römisch-katholische Kirche hat da wieder Unrecht. Die hat da wieder eine Sache, die wieder nicht richtig ist. Siehst du wieder diese Sache? Ich hab dir erklärt, dass ich, wie gesagt, an das Wort Gottes glaube, an die Bibel selbst. Ich bin katholisch, wie soll ich sagen, ich bin so getauft, meine Eltern sind so erzogen, aber ich selber denke halt, wie auch von dem Papst, so, das ist für mich nicht mein Vater, so. Es gibt keinen Vater. Ich weiß, so. du merkst selber, dass da was ist und deswegen trennst du dich ja davon. So war ich ja auch, weil ich dann gemerkt habe, da stimmt ja was nicht. Stück für Stück wirst du immer mehr da rausgehen. Denk dran, für immer und ewig können wir jetzt nicht da drin bleiben. Warum? Weil mit der Finsternis brauchen wir keine Gemeinschaft haben. Weil die Finsternis hat keine Gemeinschaft mit das Licht. Na, Licht und Finsternis geht ja nicht. Entweder oder. Licht oder Finsternis. Na, und das ist sehr wichtig. Ich habe dann auch dann die Entscheidung getroffen, dann die römisch-katholische Kirche komplett abzukarten. Das heißt, zu verlassen. Ich habe mich nun nach der Bibel gerichtet. Wort Gottes, mehr nicht. Nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja Bestand, das ist ja ein Fundament, wo du Beweise hast. Na? Richtig, ja. Genau. Die anderen haben ja keine Beweise, die haben ja einfach so, vertrau mir. Das ist wie bei den Muslimen, dieses Vertrau mir. Ja. Weil das Vertrau mir ist nicht gut, ne? Das Vertrau mir ist Vertrau. Na? Sehr wichtig, Petri. Deswegen immer weiter ins Gebet gehen und eine Entscheidung treffen. Wichtig, sehr wichtig. Ein altes Leben wegschmeißen, neues Leben beginnen. Dann bist du von Neuem geboren. Die Schmerzen ertragen, die Welt dir gibt, weil wir wissen, dass wir leiden werden als wiedergeborener Christ. Das ist ein Fakt, das kann man gar nicht mehr verleugnen. Ein wiedergeborener Christ wird automatisch leiden. Warum? Wenn die Welt euch hasst, so vergiss nicht mich, hat sie zuerst gehasst. Das sagt die Heilige Schrift, die Bibel. Also wir werden niemals mit einem wunderschönen, ruhiges Leben durch die Welt gehen. Nein. Wir werden mit Leid durchgehen. Nur die katholische Kirche bringt dies zum Herrn, schreibt einer. Ich glaube nicht. Das, was ich, Petri, du weißt, was ich gestern dir gezeigt habe, ne? Ein nach den anderen, ne? Und das war noch eine Kleinigkeit, das war noch nicht alles.
Ich könnte jetzt den ganzen Abend drüber reden, den ganzen Abend durch. Du weißt es jetzt. Ich brauche das dann nicht mehr wiederholen. Du weißt es jetzt. Jetzt bist du und du dran, was du selbst entscheidest. Ja, jetzt muss ich erstmal meine Erforschung. Ich habe schon meine Eltern gefragt, so auch. Ich versuche jetzt dann in der Kirche einen Priester auch zu fragen und so Sachen. Das ist, ja, interessant anzusehen. Und ich habe das, also ich merke schon, es gibt schon. Also meine Mutter konnte das auch nicht so richtig erklären. Da dachte ich mir, okay, krass. Und dann dachte ich mir, okay, das ist, naja, wie gesagt, ich habe es ja auch damals erklärt, also gestern. Ich glaube, schon immer die ganze Zeit, für mich war nur das Gelten, was Jesus getan hat, wichtiger eher das Neue Testament anstatt das Alte, aber ich nehme aber beide. Aber Alte ist auch wichtig, das darfst du nie vergessen. Die sind gleich beide wichtig, nur das Neue ist Gelten, das Alte nicht. Ja. Aber gleich wichtig, weil das immer das Wort Gottes ist. Und Vorhersagungen auch viel dabei sind. Ich weiß, genau, sehr wichtig. Aber wie gesagt, das ist für mich so, das, was drin ist, steht, das ist für mich geltend so, nicht was das, was danach alles erstanden ist. So. Die ganzen mit Evangelisten und keine Ahnung, was das ist. Also, so, weiß nicht. Du siehst es, ne? Du kannst immer mehr fragen. Ich habe einen Priester gefragt, der heute ein Kardinal ist. Er hat mir ins Gesicht gesagt. Ja, ich so, das habe ich gestern mitbekommen. Ich habe so angefangen. So, wo steht Babytaufe in der Bibel? Gibt es nicht. Wo steht Firmung, Kommunion in der Bibel? Gibt es nicht. Ich so, warum machen wir das? Wo steht Weihnachten sogar in der Bibel? Gibt es nicht. Keiner weiß, wann Jesus geboren ist. Keiner weiß das. Nirgendwo steht, feier den Geburtstag des Herrn Jesus Christus. Wir sollen jeden Tag den Herrn feiern. Nicht ein bestimmter Tag, jeden Tag. Ehre den, den Ehre gebührt. Jeden Tag. Ich feiere den jeden Tag, nicht ein gewisser Tag, jeden Tag. Wo steht die Trinität, schreibt jetzt einer. Jetzt sagt er, oh, wo ist die Trinität? Ganz einfach, schon in 1. Mose drin. Der 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Da ist die Trinität. Höre Israel, der Herr ist mit uns, der Herr allein. Das Wort allein, jetzt müssen wir Hebräisch anschauen. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Da habe ich jetzt die Trinität. Denn das Wort Echad wurde nur benutzt, das ist für das Wort allein übersetzt, wurde nur benutzt, wenn man eins aus mehreren Elementen beschreiben will. Sonst würde da Yachid stehen. Das gibt es nur in der hebräischen Sprachwissenschaft sowas. Deswegen ist es wichtig, auch mal den Urtext mal anzuschauen, um noch besser die Bibel zu verstehen. Und das Wort Echad ist da drin, in der Tora. Da ist die Trinität. Wir haben die Trinität durchgängig. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7. Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei sind eins. Haben wir es auch. Also, das ist eine schwachsinnige Aussage mit, wo ist die Trinität in der Bibel, weißt du? Wenn die sowas hier reinschreiben, dann kommt da. Deswegen, ich habe einen Kardinal gefragt und der hat mir ins Gesicht gesagt. Ja, gibt es nicht. Der war wenigstens ehrlich, aber der hat es nie akzeptiert. Ne? Ist traurig. So, Pretty, du weißt ja, was zu tun ist. Ne? Also immer prüfen, Gott fragen, suchen. Immer suchen, Pretty. Nicht aufhören. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, ich bin gerade in dieser Nachforschungsebene, wo ich noch erstmal ein bisschen nachschauen muss und Leute fragen muss und so. Und ich denke mir, es ergibt schon Sinn. Es ergibt alles Sinn, so, aber auch wenn es alles so ist, so habe ich auch davor schon genauso gedacht. Verstehst du, ich meine, ich bin ein bisschen noch, will ich halt katholisch-römisch mich nennen oder halt nicht, das ist halt diese Frage. Ich denke mal dran, das Wort römisch-katholisch hat es ja nie existiert in der Bibel. Es gibt nur, ja. Aber Christ, das Wort Christ gibt es. In der Apostelgeschichte steht das. Na, da werden endlich namentlich erst einmal genannt, Christen. Na, das Christen ist ja griechisch, das bedeutet Gesalbter, kleine Gesalbter. Christus, Gesalbter. Messias, Gesalbter. Hebräisch und Griechisch ist aber das ein und dasselbe Wort, Christus und Hebräisch. Das ein und dasselbe Wort. Na, wir sind die kleinen Gesalbten. Jesus Christus ist natürlich der Gesalbte, aber wir sind die kleinen Gesalbten. Immer prüfen. Sehr wichtig. Aber du siehst es selber, die Bibel ist das Wort Gottes und das ist der Maßstab. Wenn nicht. Das ist ja nichts Falsches zu sagen, die Bibel ist der Maßstab. Ich hoffe, ich würde sagen, ja, diese Bibel ist der Maßstab. Das war immer schon mein einziger Maßstab, den ich hatte. Es ist mir egal.
ich wäre ein Priester, wenn sie mich anbeten. Okay, alles gut, ich nehme das. Ich nehme, das ist wieder eine Sache, ich gehe halt in die Kirche und nehme auch das, Sakrament auch an, so, weißt du? Und ja, dieses Sakrament, was sie aber auch haben, ist, ne, ist so katastrophal, so falsch, du weißt es ja. Ich mache das, weil mir geht es ums Gebet und selbst, so, weißt du, das nehme ich auch an, als ich nehme es trotzdem an. So, aber mehr halt auch nicht, verstehst du? Ich gehe dahin, nimm das an, aber ich bete und bete auch mit denen um meinen alles. Aber was du differenzieren musst, du darfst nicht die Gemeinschaft mit denen haben, mit diesen Beten und so weiter, ne? Weil Finsternis dürfen nicht Gemeinschaft haben mit Licht. Sehr wichtig, weil wir können nicht eins sein. Das ist wie, ich würde in eine Moschee gehen und mit denen beten. Wir dürfen uns nicht eins machen mit dem Geist. Du meinst, niemals sollten bei inneren Stillen im Zimmer beten, das ist nicht in der Gemeinde. Beten, so ist es nicht. Du kannst überall beten, egal wo du bist. Nicht in der Gemeinde, ja. Mein. Ja, doch, auch in der Gemeinde, natürlich. Nur ich meine, in der römisch-katholischen Kirche gibt es halt die Dinge, dass es Gemeinschaft ja haben mit dem. Wir dürfen ja, das ist wie, als würde ich mit, würdest du mit einem Orthodoxen zusammen mit denen beten, weil Orthodox ist eine komplette andere Abspaltung nochmal. Hm. Ja, mit falscher Trinität und so weiter. Hm. Und so ist es ja auch mit römisch-katholisch. Hm. Das ist sehr, sehr wichtig. Da muss man wirklich unterscheiden und immer differenzieren. Du kannst überall beten. Egal wo du bist, du kannst immer beten. Na, und betet ohne Unterlass, steht geschrieben. Du kannst überall beten, da ist dann kein Problem. Na, daran soll es nicht scheitern. Aber wo betest du denn? Also wo sagst du denn nach deines Erachtens? Also findest du, dass wenn ein Christ, ja, wir reden von Christ jetzt, in der Kirche beten soll oder ist falsch, das Sakrament anzunehmen und so weiter und so fort? Ja, dieses Sakrament, was sie haben, das ist ja komplett ja was anderes. Die haben ja nicht einstimmige Sachen mit der Schrift, ne? Und ich verstehe, was mit Leib Christi und Blut Gottes und so weiter. Ich verstehe. Aber also sagen wir mal so, du gehst dann, du würdest dann in die Kirche gehen und nicht das Sakrament annehmen, aber halt da beten, so, oder? Nein, ich will gar nicht in diese Kirche gehen. Es gibt ja Gemeinden zum Beispiel, aber klar, muss man jetzt wieder die Gemeinden prüfen. Weil, guck mal, was heißt Kirche und Gemeinde? Was heißt das? Freikirchen gehen oder wie? Das verstehe ich halt nicht. Nein, die Freikirchen sind auch viele katastrophal. Ne? Sehr, 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 fast alle, 99%. Es gibt vielleicht eine, na, wo man wirklich findet, aber die sind ja wirklich katastrophal. Aber was man sagen kann, nicht die Gemeinde rettet dich, sondern dein Glaube an den Herrn Jesus Christus rettet dich. Und du kannst ja beten, wo du ja bist. Was heißt denn Kirche und Gemeinde? Das ist das ein und dasselbe Wort, Ekklesia. Na, Latein. Ein und dasselbe Wort, Ekklesia. Das heißt Kirche und Gemeinde. Wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde. Wir sind das geistliche Haus. 1. Petrus 2,5. Also du sagst dann in dem Fall, egal wo du bist, du hast es immer in dir, du kannst beten, wo du willst. Hm? Ja, klar. Hat der Jesus Christus sogar gesagt. Der Tag wird kommen, da werden wir nicht mehr so die Richtung, wo der Tempel da ist, da beten, wo die Mauer da ist, sondern wir werden dann beten, wo wir dann sind. Also nicht mal auf dem Berg, sondern ja. Dann können wir beten, wo wir, egal wo wir sind. Aber also du gehst nicht in Kirchen zum Beten, ja? Richtig? Nochmal, wie bitte? Du gehst in keine Kirche zum Beten. Nein, ich bete überall. Du gehst während in keine ich in Autofahrt bin, während ich zu Hause bin, während ich draußen spazieren bin. Ich kann überall beten. Aber in keine Kirche. Also ich könnte jetzt in eine römisch-katholische Kirche gehen, ich könnte Aufdeckungsarbeit tätigen, na? Und dann könnte ich auch da mein Gebet da machen, weil ich jetzt die Aufdeckungsarbeit betätige und mache dann und sage dann, Herr, helfe mir jetzt beispielsweise dabei, ne, die Worte, aber die ich jetzt sage, damit ich die Menschen erreiche. Aber ich gehe nicht mit denen und bete mit denen zusammen, weil das geht nicht, nein. Okay. Also, lass mich überlegen. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Aber steht auch nicht, dass... Guck mal, es gibt ja sieben Sakramente, ne? Guck mal, in der Römischen... Steht auch nicht in der Bibel, dass man das Haus Gottes besuchen soll? Wer ist denn das Haus, das Haus Gottes besuchen sollst?
Wir sind doch die Gemeinde. Und wir treffen uns ja auch. Wir haben doch die Gemeinschaft zusammen. Ja, das es gibt ja auch einen Ältestendienst. Das ist ja wohl eindeutig, oder? Wo ganz oben dann ein Kreuz drauf steht, würde ich sagen. Das ist ein Haus Gottes. Das sind meistens Kirchen. Wir sind das Haus. Also, wo, guck mal, wir sind das Tempel Gottes. Wir. Na? Dein Körper ist ein Tempel Gottes. Aber wir treffen uns auch. Es steht doch wiederum geschrieben, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Wenn nur zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Also was sehen wir? Ja. Eine Gemeinde würde schon durch zwei oder drei ausreichen. Wenn nur zwei, drei da sind, ja. Wenn mehr, desto besser. Ja klar, wenn mehr sind mehr, aber wenn nur zwei bis drei Wiedergeborene da sind, dann sind nur zwei, drei Wiedergeborene in deiner Umgebung da. Und das haben wir aber in Kirchen meistens, deswegen bilden wir eine Gemeinde. Um ja, aber diese römisch-katholische Kirche nicht. Diese römisch-katholische hat ja eine andere Lehre. Okay. Das ist ja damit gemeint. Die römisch-katholische Kirche hat eine andere Lehre. Die hat ja nicht die Lehre, das was in der Bibel steht, das hast du ja selber gesehen. Ja, ja. Genau. Und wie kann man dann sagen, dass sie dann das Wort Gottes vertreten, wenn die doch eine andere Sache haben? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das sind schon krasse Punkte, aber irgendwo gleich, aber irgendwo auch ein dicker Unterschied. Das ist schon richtig. Ja, das ist es ja. Was macht denn der Teufel gerne? Etliche ja, sind in der Gemeinde auch eingeschüchtert. Der hat etliche verführen. 2. Korinther 11, Vers 14. Der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichts, um die Menschen zu verführen. Ja. Das macht er ja doch gerne. Der Teufel kommt doch nicht hin und sagt, guck, ich bin der Teufel. Nein, der kommt als Wolf in Schafpelz. Ist ja wohl klar. Ja, ohne das geht's nicht. Na, und das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Na, da muss man schon wirklich heute sagen. Bruder, wie gesagt, ich bin auch gerne jeden Tag dabei so und ich höre mir das auch an. Das ist für mich wie eine Predigt jeden Tag irgendwie. Ja, siehst, der Herr will dich ja ziehen. Ne? Der Herr zeigt es dir, die Wahrheit. Hast du jemals diese Wahrheit gesehen? Hast du davon nicht. Aber dann hast du sie gesehen. Und jetzt hast du selber gesagt, jetzt muss ich nachdenken und prüfen. Und das ist richtig, prüfe. Na, ich fordere dich sogar auf, so prüfen. Ich sage, wer den, der hier so blind folgt, prüf. Prüf es. Maßstab die Bibel immer nehmen, nichts anderes. Dann hast du es. Ja, mach ich. Immer Maßstab die Bibel, dann machst du nichts falsch. Wenn du die Bibel als Maßstab hast. Die katholische Kirche hat nicht die Bibel, die haben Kirchenväter als Maßstab. Apostolische Überlieferung, die nicht einstimmig sind mit Wort Gottes. I love Jesus, wenn du deine Frage hast, kannst du die gerne stellen. Ne? Also stell ruhig deine Frage. Resa meinen, okay. Dann stell Resa deine Frage. Oder Resa, bist du da? Oder Resa? Ja, Bruder, ich bin schon fast am Einschlafen. Ich wollte mich auch gerade verabschieden. Der eine hat noch eine Frage, der auf Jesus. Der eine hat nur eine Frage in den Kommentaren, deswegen. Ja. Ich wollte jetzt den Stream jetzt auch sowieso dann beenden, weil Bruder Amir ist live, dann können alle bei Bruder Amir reingehen. Ja. Sich das nochmal anschauen. Na gut, dein Gott ist Regen. Und Gott ist hier, Bruder, aber I love Jesus, stell noch deine Frage. Du hast ja deine Frage. Hier, ich lade dich kurz ein, I love Jesus, da kannst du kurz deine Frage stellen. Pretty, hast du auch noch eine Frage? Nee, ich bin zufrieden soweit. Hallo, grüß dich. Ja, gut, ich sehe. Hallo. Ja, dir auch, Paulus, allen hier drin. Hörst du mich gut, Paulus? Alles windet? Ja, gut. Schau, ich habe manchmal so unsichere Phasen, sag ich mal, ja. Also ich weiß ja, dass ich, also ich gehe davon aus, dass ich vom Neuen geboren bin, ja. Ja. Aber leider tue ich immer noch sündigen, ja. Und ich kann das wie nicht aufhalten. Und wie es halt so ist, bereue ich natürlich meine Sünden und alles, ja. Und dann wollte ich fragen, wie kann ich mich so auf die Probe stellen, ja. So herauszufinden, ja, mache ich jetzt wirklich das Richtige, bin ich jetzt richtig auf dem richtigen Weg? Also weißt du, was ich meine? So bin ich jetzt wirklich hundertprozentig vom Neuen geboren, ja. Ich gehe natürlich davon aus, weil ich hatte ja auch so
Ja, die ganze Geschichte kann ich mal ganz, ganz kurz mal erzählen. Ja, ich war so, also ich war schon immer gläubig, ja, schon immer. Und ich habe ja ganz viel gelesen, dann also Bibel natürlich und so weiter, dann im Internet. Und als ich dann wirklich was verstanden habe, da habe ich so im ganzen Körper was gespürt, ja, so Gänsehaut von oben nach unten und so weiter. Also wirklich ziemlich stark, und dann bin ich so in Tränen ausgebrochen, ja. Und dann habe ich so, lieben Herr, gebetet, ja. Und seit dann ist alles so anders geworden bei mir, ja. Einfach alles so. Ich kenne meine Fehler besser, ich bereue meine Fehler, ich überlege zweimal, was ich sage und so, und ich beschimpfe keinen, obwohl ich manchmal hier so Kommentare so von mir gebe, ja. Aber natürlich nur so zum Spaß natürlich, also keine Beleidigungen und so weiter. Und ja, ich merke, ich tue halt immer noch sündigen, ja. Und die Sünde. Also, dass ich richtig verstehe. Du bist in der gesunden Lehre, ne? Du bist Bibel. Ja. Ne? Du in der Bibel steht, du bist konfessionslos, du bist nur den Herrn Jesus Christus folgen, hast dein altes Leben weggeschmissen, neues Leben bekommen mit dem Herrn Jesus Christus, ne? Genau, ja. Okay. Ja, also wirklich alles. Also ich bin Trinität und so weiter. Also wirklich. Jesus ist Gott, die Trinität, alles einstimmig. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich alles, also wirklich. Sonst wäre ich jetzt nicht hier bei dir oder bei Amir immer wieder und Reza, bei Reza war ich auch schon mal auch live und so, und alles hatte ich auch schon das mal gefragt. Ich glaube, du kennst mich auch, Reza. Der schickt auch aus der Schweiz. Ja, weißt du, was ich meine? Ich kann dir die Antwort geben, I love Jesus. Ja. Die Antwort findest du in der Heiligen Schrift. Du hast ja gedacht, wegen deine Sünden. Nein, da bist du manchmal betrübt und denkst dir, bin ich hier überhaupt von neuem geboren? Ja. Okay, ich lasse nur die Bibel reden. Ich gebe nicht einen einzigen Kommentar von mir. Ich lasse am besten einfach die Schrift reden. Öffne mal, hast du die Bibel vor? Nee, bist du unterwegs, nein, ne? Mein Lieber, nein, ich habe bis vorhin gearbeitet, ich bin Krankenpfleger. Und ich bin jetzt gleich so spazieren, ja, mit mir selber so. Das brauche ich manchmal, ja, weißt du, wenn ich so Stress. Dann machen wir es doch gemeinsam. Machen wir es gemeinsam. Du kannst das aufschreiben natürlich, also du kannst mir immer gerne schreiben, folge ich dir. Ja, wirklich. Ja, ich folge dir. Kannst du mir auch schreiben? Ich kann dir dann auch schreiben, den Bibelvers. Mhm. Pretty, kannst du mir sogar einen Gefallen tun, Pretty? Ja. Ich sag das seit 1000 Bibel hast du ja, ne? Ja. Kannst du mir bitte Römer Kapitel 7 vorlesen? Römer 7. Da ist die Antwort, die er gerade sucht. Römer 7. Fang bitte mit Vers 14 bis Vers 25 an. Also Vers 14 bis Vers 25 von Römer Kapitel 7. Das ist sehr wichtig. Da ist die komplette Antwort. Ja, ihr wisst. I love Jesus, stumm dich dann, ne, wenn du, wegen deinem Hintergrund, wenn du was sagen willst und was nicht verstehst, kannst du direkt einstummen und sagen, ich verstehe gerade was nicht. Okay, ja. Patty, kannst du das einmal vorlesen? Ja. Wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Ich aber bin Fleisch, das heißt, verkauf an die Sünde. Denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin ich nicht mehr ich, es. Bin ich nicht mehr ich, es. Der so handelt, sondern in mir sondern die in mir wohnenden Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnen Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem Gesetz von meinen Gliedern beherrscht werden. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es ergibt sich also,
dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Amen. So, I love Jesus, entstumm dich mal. Mein Lieber, was soll ich sagen? Das ist wie ein Faust ins Auge, ja. Siehst du? Siehst du, wie das Wort genau Gottes das, spricht? Ich habe nicht einen Kommentar gesagt. Nicht einen Kommentar. Einfach genau, die Bibel. Aber ihr kennt mich schon also viel also, und nachvollziehen, so ungefähr, wie es mir manchmal geht. So, ja. Ich werde wirklich, ich habe das Gefühl, als würde der, sag ich mal, die Dämonen, ja, sag ich mal so, mich wie verführen wollen. Weißt du, was ich meine? Weil umso näher ich zum Jesus gehe, ja, zum lieben Herrn, desto mehr wollen sie mich verführen. Kann das natürlich ja, auch sein, ja, oder? Anfechtung. Was ja. Sagt die Bibel? Erfreut euch an die Anfechtung, die ihr bekommt. Das zeigt doch, dass wir sogar drinnen sind. Wir sollen uns erfreuen, dass wir geschlagen werden, so gefühlt, ne? Weil wir von Neuem geboren sind, ne? Aber kannst du mir nochmal den Vers schicken, mein lieber Paulus? Ja, ja, also Römer, Kapitel 7, Vers 14 bis 25, ich schreibe dir. Ja, das wäre mega, mega nett. Ja, eben, so geht's mir. Ja, sehr schön. Bruder Reza, kannst du was dazu sagen? Nee, du hast das schon genau richtig gemacht. Ne? Der ist jetzt ein bisschen aufgebaut. Aber was er natürlich möchte, er möchte einen von außen einen Label haben, dass er wiedergeboren ist. Und das geht nicht. Das können wir Menschen nicht machen. Ja, klar. Nur du in deinem Inneren, dein Geist und der Geist Gottes weiß, was in deinem Inneren ist. Und nur wir können natürlich dir eine Bescheinigung rausstellen, wie beim Arzt. Du bist wiedergeboren. Arztzeugnis. Aber das ist Quatsch. Das sollte dir auch egal sein, was andere Leute für eine Bescheinigung über dich geben. Ja, ja, klar. Nur du und der Herr Jesus wissen das nicht, andere Leute. Ja, ja. Das ist so, als wenn jemand jetzt kommen würde und würde sagen, du bist nicht wiedergeboren. Ja, das interessiert mich nicht, was er sagt. Ich weiß selber, dass ich wiedergeboren bin. Ja, ja. Das ist eine Bescheinigung von außen ausstellen und einrahmen zu Hause. Ja, Reza oder Pavlos oder andere Christen haben eine Bescheinigung gegeben, dass ich wiedergeboren bin. Jetzt weiß ich es. Ja. Nein, das geht so nicht. Ja. Ja, weißt du, anhand von ein paar Kriterien ausschließen, dass derjenige nicht wiedergeboren ist, zum Beispiel, wenn er die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, wenn er in judaistische Irrlehren steckt und so weiter. Ja, kann man sagen, okay, du bist nicht wiedergeboren. Ja, nein, also das würde ich niemals machen. Oder andere Christen haben eine Bescheinigung gegeben, dass ich wiedergeboren bin. Dominik, sonst habe ich hier weggemacht. Ja, vielleicht muss ich halt einfach ebenso wie der Pavlos, Pavlos, mir das vorhin erklärt hat. Ja, ich muss halt einfach dagegen kämpfen, ja. Ja, oder? Es ist ein Kampf, und das wie Paulus geschrieben hat. Genau, es ist ein Kampf. Das gehört dazu, oder? Und also ich merke ja selber innerlich so, und meine Brüder sagen mir es ja auch, oder, dass ich sehr gläubig bin, also extrem quasi, oder? Und weil ich ja immer nur das Gute sehe und so weiter, oder? Das ist kein Indiz für Wiedergeburt. Gläubige, fromme Katholiken, es gibt sehr gläubige, fromme Zeugen Jehovas, es gibt fromme und gläubige, was weiß ich noch, was für eine Denomination da draußen herrscht. Das ist alles keine Garantie für Wiedergeburt. Das ist das Schwierige an der Sache. Ich kann nicht sagen, du bist wiedergeboren, aber wenn du in bestimmten Irrlehren steckst und diese Irrlehren verteidigst, dann kann ich sagen, dass du nicht wiedergeboren bist, auf jeden Fall. Aber zu sagen, dass jemand wiedergeboren ist, das ist schlecht. Das kannst du nicht machen. Das kann nur der Herr Jesus. Wenn ich entscheide, dass du jetzt bei der Entrückung dabei bist, wenn die Entrückung demnächst kommt, das kann ich nicht entscheiden, ob der Herr Jesus dich mitnimmt oder dich zurücklässt. Ja. Das kann nur der Herr Jesus wissen. Deswegen musst du es, so gut wie es in deiner Macht steht, das Ding festmachen. Ja. Also wenn ich jetzt dich fragen würde, Reza und Paulus und sonst noch alle hier, seid ihr alle so hundertprozentig sicher, dass ihr so vom Neuen geboren seid? So, ja. Also wenn ich so... Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich bin von Neuem geboren. Okay. Da gibt es Sünden in dieser Welt.
dass du dann betrübt bist. Du bist betrübt, denn wir haben einen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ja, ja, aber ja, wir wissen, wir sind von neuem geboren. Es kann mal so ein Gedanke kommen, oh, ist da was, ne? Habe ich da was getan? Und dann, weil wir uns dreckig fühlen, weil wir uns einfach nicht für würdig erachten. Aber wir sind gerechtfertigt worden durch den Glauben des Herrn Jesus Christus. Nicht durch unsere eigenen Sachen, sondern durch den Glauben des Herrn Jesus Christus sind wir gerettet und gerechtfertigt worden. Und deswegen haben wir ein Ticket im Paradies bekommen, durch Jesus Christus, nicht wegen was anderes. Ja. Also eins kann ich sagen, also ich bin völlig mit euch, also all das, was ihr sagt und wirklich und all das, was ihr so rüberbringt, und ich bestätige einfach alles. Also ich bin wirklich, ich gehe quasi mit euch, einfach, dass ich nicht immer mit euch live bin oder so mitrede und vielleicht auch nicht so belesen bin wie ihr, aber das kann ich euch auch sagen. Also ich I love Jesus. Ich hab eine Frage, und zwar: Ist es bei dir so, dass du halt, also du sagst dir selber quasi, du willst so neu geboren werden, aber du hast sündige Gedanken? Also so ich gehe davon aus, dass ich von neuem geboren bin, weil ich habe ja schon sündige Gedanken so in der Zeit so mäßig. Ja, kann man so sagen. Du musst dir überlegen, der Luzifer ist der schlauste Engel, verstehst du? Er holt sich nicht die Festgefahrenen, die jeden Tag den Jesus anbeten. Da ist es zu schwierig. Er holt sich die Menschen, die gerade noch am Wackeln sind, wie auch vorhin die Sammy gemeint hat, wie sie gesehen hat durch die Augen. Auf einmal, er sagt, ja, mal schauen, ob das der richtige Weg ist. Das sind so da, wo der Satan noch Hoffnung sieht, greift er auch an. Ja, und bringt dich in sündige Gedanken. Der Satan weiß ja nicht, wer von neuem geboren ist und wer nicht. Da dürfen nicht differenzieren. Sammy ist davon neuem geboren, deswegen, ich kenne sie ja. Und der Satan kann selber nicht mal unterscheiden, wer von was ist, ne? Weil der nicht in den Herzen reinschauen kann. Er wird aber jeden angreifen. Wir sehen sogar, dass Paulus, ne? Da steht ja schon in Korinther, steht da sogar, dass Paulus sogar Dämonen geschickt worden ist. Das hat auch wieder einen Grund. Warum? Ja. Weil er so hochmütig es wurde befürchtet, dass er hochmütig wird. Das hat der Gott gesagt. Da hat er ihn sogar erlaubt, dass Dämonen zu ihm kommen, ne? Damit er wieder runterkommt von seinen, ne? Von den Befürchtungen der Hochmut. So, und das hat immer alles einen Sinn und Zweck. Das ist Anfechtungen auch noch. Auf Probestellung auch noch. Gewisse Sachen wie dieses befürchtet Hochmut. Bruder Reza, kennst du die Bibelstelle? Du kennst die auswendig, glaube ich. Für welche Bibelstelle nochmal? Wo Paulus, ich glaube, wo er im Gefängnis war, wo dann Dämonen geschickt worden sind, damit der Zweite Korinther 12. Der Engel des Satans, dass er ihn mit Fäusten schlug. Ja. Ne? Okay. Das sehen wir dann auch. Also, und Paulus ist ja klar, von neuem geboren. Also, wenn wir schon da sagen, der ist sich auch selbst. Stimmt. Ja. Der Teufel wollte ja sogar noch den lieben Herrn ja verführen. Ja, also, richtig, dann, ist mir gerade auch eingefallen an dem Berg. Er hat ihm die irdische Welt zugesprochen, genau. Aber Jesus hat das nicht eingebildet. Ist mir gerade auch eingefallen. Also, sogar siehst du auch ja, so bei genau. Dem. Ja, eben. Das sieht man ja, dass der Teufel. Nur, dass der Herr sich niederkniet und sich dann, aber hat er nicht gemacht. So, und auch da hat er deswegen, der Satan, der greift jeden an. Also es gibt wirklich keine Ausnahme. Ja, der hat ja gesagt, weiche von mir, oder? Ja. Der, mit der Bibel hat er geantwortet, der Herr Jesus, ist ja klar. Der Heiligen Schrift. Genau. Alte Testament, Tora. Ja, eben, ich wäre sinnlos, ja, ich würde mir das wünschen. Ja, das wünschen wir alle, aber das sind wir nicht. Eben. Das wünschen uns alle. Nee, und man merkt aber auch, jetzt schon abschreiben. Ja, eben, man merkt natürlich auch, dass ich so, ich habe das ja auch mal mit meinem Bruder darüber gehabt, ja, dass ich so, ich möchte ja nicht perfekt werden. Perfekt ist ja nur der liebe Jesus, aber ich möchte halt einfach, besser, du willst wandeln wie der hier, also weißt du willst dem Weg nachfolgen. Ja, das ist ein richtiger Gedanke. Ja. Gut. Ja. Der Geist ist es, der es will. Ja. Dein Fleisch ist schwach. Ja, genau. Na, der macht einen Kampf. Der macht einen Kampf. Absolut. Führe den Kampf weiter, gib nicht auf. Ja, nein, auf jeden Fall, ja. Also der Reza weiß ja auch, was ich ja schon alles erlebt habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es immer noch weiß, was ich ja alles immer mir auch letztes Mal gesagt habe. Ich habe ja ganz vieles erlebt, ja. Also Todesfälle bis zu Krankheiten und alles in meinem privaten Leben und alles. Und ich stehe immer noch hier, weißt du. Ja, also. Ja. Der Herr bewahrt dich. Ja. Damit du halt noch deine Aufgaben tust, die Gott vor Grundlegung der Welt für uns vorbereitet hat. Ne? Ja.
Der bewahrte dich 100-mal vor dem Tod, bis du deine Aufgaben erfüllt hast. Ja, ja. Ja, ja, das aber ist ein okay. Restzweifel ja, bleibt immer ein auch, Kampf. Bei jedem Wiedergeborenen kommt manchmal Tage, Stunden, Minuten, wo er denkt, bin ich im Glauben, bin ich überhaupt, also bin ich überhaupt wiedergeboren? Ja, er zweifelt das kurzzeitig an. Auch bei mir ist das schon mal passiert. Ja, aber danach innerhalb von Minuten, das sind ja einfach Zweifelgedanken, weil wir doch in diesem vergänglichen, dem Todesleib sozusagen unterworfenen Leben noch sind, in diesem Leib. Ja, eben Todes- genau das meine ich. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Das habe ich eben immer wieder. Wenn wir den Auferstehungsleib haben, 1. Korinther 15, Vers 51, dann haben wir auch solche Zweifel dann nicht mehr. Das ist vorbei. Da sind wir aber auch beim Herrn, bei der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 16. Ja. Werden wir, wenn wir auferweckt werden, mit dem Auferstehungsleib, den wir bekommen werden, diesen vollkommenen Leib, der für den Himmel passend ist, damit wir mit Gott leben können. Und erst dann werden auch alle Zweifel, alle negativen Gedanken, alles weg sein. Das wird weggelöscht sein. Okay, okay. Und bis dahin musst du damit leben. Ja, ja. Ja, wahnsinnig, ja. Also ich kann dir sagen, Entschuldigung, wenn ich dir das Wort falle. Ich kannte ja, ja. Leute, die in der gesunden Lehre mit mir gewandelt sind und die sind abgefallen. Ja. Und ich habe gedacht, sie sind wiedergeboren. Deswegen sage ich bei keinem mehr, du bist wiedergeboren. Ja. Ja, ja, klar. Es ist vielleicht beleidigend, vielleicht für einige Brüder, aber ich muss mich zurückhalten. Ich habe mich sehr oft verbrannt. Ich habe gedacht, das wären Brüder, aber dann sind die abgefallen. Und deswegen sage ich bei keinem mehr, ja doch, wenn du sagst, das ist Gott, dann bist du errettet. Nein, ja, das macht die Laodicea. Die Laodicea sagt, ja, ja, wir sind alle Christen, wir sind alle errettet. Nein. Wir sind nicht in Odyssee, die so einen Schrott von sich gibt. Ja. Bruder Reza, ich wollte noch was sagen dazu, ja? Ja? Ja. Genauso wie auch die Leute zum Beispiel von Werde Licht, die außen sehr, sehr scheinfrommig wirken und auch vielleicht sehr toll wirken und auch die sagen bestimmt auch sehr schöne Worte, aber wenn du dir die Versammlung von Werde Licht anschaust, da ist alles dabei. Da sind Charismatiker, alles ist in einen Topf. Und diese Leute da draußen verkündigen alle den Herrn und die haben alle eine unterschiedliche Lehre. Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, wenn auf einmal 10 Christen auf einen Haufen sind und alle haben eine unterschiedliche Lehre. Ja, was ist denn jetzt die richtige Lehre? Wie bitte? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist so ein Durcheinander. Ja, das ist durcheinander. Da kriegt doch der andere, der Interesse hat, der sagt, nee, das ist so. Hauptsache, Jesus ist Gott, das reicht. Das reicht. Und das ist aber nicht, das reicht nicht. Weil da gibt es viele Leute, die akzeptieren die Trinität nicht. Was ist jetzt? Da gibt es Leute, die sagen, die Trinität ist heidnisch und machen eine Rangordnung bei den Herrn Jesus Christus. Was ist jetzt? Ja, genau. Aber Jesus ist Gott. Ja, ja, wie gesagt, ich werde auch Leute, die gesagt haben, der Herr Jesus ist Gott und ihn trotzdem abgefallen. Ja. Also ich habe halt einfach das Gefühl, ja, trotz allem, was ich erlebt habe, oder Todesfall mit meiner Mutter und, dass mein Glauben eher steigt, also eher stärker wird. Also ich hoffe mal von ganzem Herzen, dass ich sicher nicht also abfalle, aber so wie es aussieht, werde ich also immer wie stärker, ja, im Glauben. Also, ich habe niemals irgendwie Gedanken gehabt, stell dir vor, wenn ich jetzt plötzlich so abfalle oder so, oder Muslim werde oder wie auch immer, keine Ahnung. Nein, also. Nein, also der Weg in mir, also ich spüre ja was und das sagt mir, oder du bist auf dem richtigen Weg und du wächst und wirst stärker dort drin, ja. So und. Das ist immer ein gutes Zeichen, aber 100% Garantie gibt es leider nicht von außen. Ich wollte noch mal was sagen. Ja. Viele Christen haben aber auch ein Problem mit das Wort Gottes, weil das Wort Gottes vielen Christen einfach zu radikal ist. Zum Beispiel Hebräer 6,4 ist denen viel zu radikal, oder dass man nicht andere Menschen grüßt. Also sagen wir mal, Christen, die reinkommen,
Und die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen. Diese Leute haben wir nicht aufzunehmen und nicht zu grüßen. Und da gibt es Christen, die haben dann ein Problem. Das bedeutet, sie haben ein Problem nicht mit uns, sie haben ein Problem mit dem Wort Gottes, aber wollen es nicht sagen. Ja. Wir wollen ja dem Wort Gottes treu sein. So, und deswegen, also, wenn ich hier schon auf TikTok sehe, dass Christen mit Gottesleugnern, die in Brüdergemeinden hier abhängen und so, und dann sagen, ja, Bruder, Bruder hier, Bruder da, dann sage ich, nee, du hast sie nicht Bruder zu nennen. Ja, richte mal nicht, dann wärst du nicht gerichtet. Sei mal du ruhig, du Hetzer. So reden die Christen mit mir. Ich zeige ihnen die Bibelverse. Ja, aber wir haben die zu richten, die drin sind. 1. Korinther 5, Vers 12. Wir haben zu richten. Ja, wir dürfen richten. Die drin sind. Die draußen sind, werdet alle Gott richten. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Ja, oh, ja, so sieht's aus. Ja. Naja, das sehen wir. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, Dennis, was du jetzt hier gerade erwähnt hast, weil ich begegne ja immer wieder so Leute, die eben immer sagen, ja, ich bin in der Freikirche oder was auch immer. Und dann manchmal, wenn sie was sagen und ich merke so, es ist voll das falsche Zeugnis, dann spüre ich so richtig so was Negatives. Weißt du, was ich meine? Dann denke ich, oh, was, das hat sie oder der nicht jetzt gerade gesagt. Und dann, keine Ahnung, dann passiert so wie was mit mir, weißt du? Und dann denke ich einfach, boah, ich muss immer aus dem Weg gehen. Ich muss immer aus dem Weg gehen. Kennt ihr das? Guck mal, ich möchte einmal was sagen. Ja. Ich möchte was sagen. Den Leuten. Guck mal, die Leute. Zum Beispiel gibt es auch hier Christen, und ich habe viele Christen gesehen, die sind reingekommen und sind dann abgefallen, sind Atheist geworden oder sind dann in diese Spirituelle reingegangen. Ihr müsst euch mal so vorstellen, die Christen hier, die sind dem, nicht alle, aber viele Christen sind dem Wort Gottes nicht treu. Und du siehst ja auch dieser eine, der den Herrn da verraten hat für eine Frau, die nennen ihn alle Bruder. Alle Bruder, und dann schießen die gegen dich, Bruder Reza, und sagen, du bist nicht wiedergeboren, du bist ein Sektärer. Also das ist denen scheißegal, ob er den Herrn Jesus verkauft hat für eine Frau, plus alle Videos hat er gelöscht, alle. Du musst dir vorstellen, die ganze Arbeit für den Herrn, alle gelöscht, für eine Frau, für eine Frau. Ja, ja. Der hat den Herrn verraten für seine Familie. Das ist heftig, ne? Das war das Heftigste, was ich auch je gesehen. Nein, nicht nur das, ich kenne aber auch einen, der hat den Herrn verraten, weil der wollte nicht von der Familie rausgeschmissen werden. Musst du dir mal vorstellen, der wollte nicht das gemütliche Bett, dieses warme Zimmer nicht verlassen für den Herrn. Also mir ist es egal, ob mich alle verlassen, ob ich auf der Straße lande. Ist mir doch egal, ob ich unter der Brücke lebe oder mit Mülltonnen. Ist mir doch egal. Der Herr wird schon für mich sorgen. Der Herr wird für mich sorgen. Egal. Ja, dann leide ich eine Zeit, aber der Herr wird für mich sorgen. Ist mir egal. Ja. Dann gehe ich diesen Weg. Warte. Mögen wir sogar bis unser Lebensende sogar leiden und zwischen Mülltonnen schlafen. Und dann sind wir tot. Ist nicht schlimm. Wir sind im Paradies. Wir sind im Paradies. Es gibt eine schöne... Vergiss nicht bei Lukas Evangelium, Lukas 16, der Reiche und der Lazarus. Der Lazarus war das schon Lebensende. Aber es geht nicht nur darum. Die Christen machen sich lustig über die Wiedergeburt. Das sind Dämonen, die aus denen rausreden. Wie kannst du dich lustig machen über das Wort Gottes und dann so eifern? Warte mal. Da rauscht jemand, da machen die so Reza. Der Reza hat gesagt, und an den Tagen Noahs haben nur 8 Menschen überlebt. Ja, dann habe ich gesehen, dieser Typ. Guck mal, was der nicht versteht, ne? Wenige sind gerettet. Hat Reza gesagt, 8 Menschen sind jetzt so gerettet? Oder hat er nur ein Beispiel aus der Schrift gegeben, dass der Herr sogar bereit ist, sogar 8 Menschen nur in den Paradies reinzulassen als Beispiel und nicht die ganzen aus Mitleid mit reinzubringen, auch wenn die falsche Lehre haben? Der Herr ist auch bereit, nur 8 Leute reinzubringen. Das ist ja immer die Möglichkeit, muss man immer mit einbeziehen. Deswegen soll man zu diesen 8 Menschen gehören, anstatt mit den Massen mitzuschwimmen. Und am Ende dann, ja, du weißt aber, wenn du mit der Masse schwimmst, was dann mit dir passiert, ne? Mit der toten Masse. Der versteht es nicht. Das ist letztendlich, vielleicht sind es 1000 Menschen, vielleicht sind es 10.000, vielleicht 100.000. Ich weiß es nicht auf der ganzen Welt. Sie sind wiedergeboren. Ne? Aber, der Redner hat nur dieses Beispiel genannt, dass der Herr sogar bereit ist, 8 im Paradies, also 8.
Das Problem ist, Pablos, das ist denen zu heftig. Das ist denen zu heftig. Ich hab aufgedacht, Pablos, ich hab aufgedacht, wo ich hingebrochen bin. Warte, warte, Love Jesus, ich mach dich kurz schon wegen dem Hintergrund. Ich hab auch gedacht, wo ich frisch bekehrt war, was meinst du, wie ich so gedacht habe, jeder, der einfach sagt, Jesus ist Gott, der ist wiedergeboren. Und dann habe ich den Kern gespürt und gemerkt, die Christen sind schlimmere Mörder als die Weltmenschen, weil sie die Wahrheit kennen. Ich habe das gesehen, ich habe das in meinen eigenen Augen gesehen und ich habe mich gefragt, Herr, warum sind die Christen so? Warum sind die so abgebrüht? Warum sind die so abgewichst, so scheinfromm? Und diese ganzen TikTok-Christen damals, die so immer sich so präsentieren wollen, das haben die nicht für den Herrn getan. Das haben die für ihr Wohl getan, für ihre Followers. Du siehst das doch, ja. Pablo, wie die Christen bei uns reinkommen in die Livestreams, uns in den Hintern kriechen und dann gehen sie raus und lästern über uns. Das musst du dir mal geben. Wie krank das ist. Die kommen rein, ihr seid die Allerbesten, ihr macht tolle Arbeit. 10 Minuten später hörst du auf einmal, wie die so lästern. Und dann so, wie böse ist das eigentlich? Das ist so, Reza, ich komme zu dir nach Hause, du lädst mich ein und ich sage, ey, was ist das denn für ein kranker Typ? Das ist voll der Psychopath. Ey, das ist, das darfst du niemandem erzählen, ne? Das ist so krank. Jetzt, ja, das ist heftig. Ja, und jetzt auf einmal siehst du ja auch, wenn du viele Followers hast und auch zum Beispiel viele Zuschauer hast, Pablos, die interessieren sich einen Scheiß für dich. Es geht denen nur um die Reichweite und diese Christen, die dann auch noch so darauf reinfallen, zum Beispiel, wenn die Spendenaufrufe machen, weil die finanzielle Probleme haben. Reza, stell dir mal vor, du sagst, ich habe finanzielle Probleme, gehst nicht mal arbeiten, wandelst unordentlich und sagst, ja, ich verdiene doch nicht 1.000 Euro. Ich brauche jetzt mal 2.000, 3.000 Euro, 4.000 Euro Spenden. Ich riskiere hier mein Leben. Was ist das für ein kranker Typ, Reza? Was ist das hier los? Ja, ja. Das darf dein Arzt. Das ist, ja, gut. Die Christen sind ja so. Sind nicht lauter. Ja, leider. Am Ende müssen wir mal abwarten. Ich sage ja immer wieder, an der Entrückung werden es dann endgültig wissen. Ja, aber werden wir auch die Entrückung erleben? Was denkt ihr so? Also, wir werden entrückt. Ja? Also, wir haben die besten Chancen. Achso, das meinst du? Achso, jetzt habe ich verstanden. Ja, das weiß der Herr, das weiß ich nicht. Ja, wir sterben oder wir werden entrückt. Eins von beiden. Und dann verflucht der Jura noch den Reza. Verflucht, der hat doch mich verflucht. Ja, der hat doch seinen Christen normal. Anstatt die Christen sagen, Jura, das war falsch. Nein, die feiern das. Das feiern die. Ja, das musst das du dir mal geben, Leser. Die feiern das, dass er dich verflucht hat. Und du siehst ja, die Gemeinde hat Luther Gassmann den Tod gewünscht. Stoßgebete gegen uns schon gemacht, schon längst. Ja, ja, Stoßgebete. Naja. Haben die gegen uns gemacht. So, der Reza und der Pavlos, haben die schon längst gemacht? Haben die schon längst gemacht? Ja, der hat mitten im Live schon geschrieben, ihr seid verflucht. Ja. Das ist vielleicht wird der Herr Jesus dieses Fluchgebet auf ihn selber, auf seinen Kopf bringen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn du gegen die Diener des Herrn, gegen die wahrhaftigen Diener des Herrn dann solche Sachen machst. Das kann sein, und ich habe es erlebt, dass diese Leute weg waren vom Fenster. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, ihr Lieben. Das ist so krank, ne? Das ist so krank, das darfst du niemandem erzählen. Die wünschen Homosexuellen TikTok sportlich den Tod und die Christen sagen gar nichts dazu. Unglaublich. Ich höre den Homosexuellen, einen normalen, also einen Pastor, hier den Lothar Gassmann. Haben die den Tod gewünscht. Und weißt, was der meinte? Der Jura meinte, ja, das war alles richtig so, was der da gesprochen hat. Ich meine, wie bitte? Ja, willst du nicht mal ist ja selber reden? Von dieser Gemeinde, da von dieser Sekte. Die ist ja vom Verfassungsschutz sogar kontrolliert wegen Hasspredigt. Da musste mal geben. Eine christliche Gemeinde, die vom Verfassungsschutz kontrolliert wird wegen Hasspredigt. Ja, was haben die dann da gepredigt? Dann gehst du rein und da predigen die ehrlich Hass. Da predigen die wirklich Hass. Das ist so krank, ne? Das darfst du eigentlich niemandem erzählen, ne? Das ist so krank. Eine tolle Christenheit, ja. Dann finde ich für den Tod anderer Mitmenschen erbeten. Ja, das hat der Herr Jesus uns ja auch beigebracht. Ja, der Jesus hat uns ja auch beigebracht, unsere Feinde zu töten und sowas, ne? Für den Tod unserer Feinde zu beten. Wahnsinn, ne? Er sagt ja,
Ja, die Zäumen. David hat doch gesagt, zerschlagt die Feinde. Dann sagt er so. Oder redet er, er versteht Alte Testament, Neue Testament nicht. Er versteht es auch nicht, sogar nicht. Natürlich nicht, weil er nicht im Neuen Bund ist. Der rafft ja gar nichts. Der ist komplett abgefallen. Seine Sinne sind ja so durcheinander, dass er gar nichts mehr versteht von der Bibel. Das ist total durcheinander. Bruder Reza, hast du gesehen mit dem Ahmed, da Markus Ahmed, da, was ja, du geschickt hast? Ja. Was sagst du dazu? Schlimm. Ja, ich weiß nicht, ob der krank geworden ist, oder, aber das sieht halt, der ist schlimm aus, ne? Ja, auf einmal so, ne? Ja. Genau wie dieser Trinity TV, der dich kritisiert hat, der mich kritisiert hat, und dann macht er so ein Bild, wo er so in Feuer ist mit dämonischem Blick, mit so dämonisch besessenem Blick, und dann schreit er so. Ja. Die Christen sehen das nicht. Die haben diese geistige Unterscheidung nicht. Die Christen haben keine, die meisten nicht. Obwohl ich doch sage, Leute, seht ihr das nicht? Ja, was denn? Ne? Was denn? Ey, welcher Christ macht so ein Bild, wo er im Feuer ist, mit dämonisch besessenem Blick, aufgerissenen Augen und dabei so schreit? Kennt ihr die Doja Cat? Ja. Unglaublich. Also ich bin ja so Hobby-DJ, ja. Also, aber ich gehe ja nicht in die Clubs oder so auflegen, also nur so für mich, ja. Aber eben, wie gesagt, Musik, wissen wir alle, von wo das die Musik ist. Also ich liebe nicht die Musik, oder? Also einfach so, by the way. Aber eben, ich habe ja vor 2 Jahren die Doja Cat mal beobachtet, ja, so. Und dann habe ich bemerkt, was mit ihr so dieses Jahr passiert ist. Unglaublich, unglaublich. Wie kann man so dämonisch besessen werden? Das ist ja krank. Richtig krank. Ja. Unglaublich. Ja, das ist so. Eben, was ich noch sagen wollte, ich bin ja Krankenpfleger und ich merke ja immer wieder so meine Patienten, vor allem die, die wirklich den lieben Herrn also nicht anerkennen oder halt einfach den Rücken zugekehrt haben, ja, die leiden am meisten. Wirklich, die leiden am meisten. Also ich kenne so viele, die wirklich auch so Esoterik-Lehre gemacht haben und so mit 50, ja, und haben noch eine ganze Familie, ja, also mit Kindern und die leiden am meisten. Also wirklich, also es ist für mich so sehr auffallend. Sehr auffallend. Ich als Krankenpfleger, ich merke das mega so, hey, die, ja, ich frage mal die, ja, die ist so Tetraplegiker, ja, so gelähmt. Nein, ich glaube gar nicht an Gott, ja. Nein. Und es gab noch nie, also es hat nie Gott gegeben und so weiter. Und dann frage ich mal jemand anders, ja, jemand, das viel älter ist, ja, fast 100 Jahre, ja, habe ich sogar auch. Und sie ist gläubig, ja, und es geht ihr mega gut, so mit 100, 102, ja. Also unglaublich, also ich merke so ganz, es ist einfach sehr auffallend, ja, sehr auffallend. Bei großen Pablo. Ja. Ja. Ja, Bruder Reza, guck dir das mal an. Ja. Ja, du musst nochmal machen. Immer zweimal, dann geht das. Meine Lieben, liked einmal bitte den Stream, damit 100.000 voll sind. Ach du, was ist das denn? Guck dir das mal an, Bruder. Oh, ich habe ja schon, was war das denn? Ja, das ist genau. Bruder Reza, das ist heftig. Wir sollen nur solche Fotos machen, damit jeder sieht, was Geisteskind er ist. Das ist dieser Trinity TV, ne? Boah, das sind unsere Christen. Das sind unsere Christen. Ja, die tollen Christen. So. Das ist so krank. Guck dir mal die Augen an. Guck dir die Augen an. Im Hintergrund, der brennt ja, der schreit ja die Höllen aus den Höllenfeuern heraus. Das heißt, der Satan zeigt uns schon sein Ende, sein Schicksal. Was er selber inszeniert, muss man so vorstellen. Der inszeniert ja seine eigenen Höllenqualen in der Hölle. Boah, das ist, mach mal, ich krieg ja Albträume, ey. Ich krieg ja schon Albträume, wenn ich den sehe. Ja, das leid. Siehst du das, wie krank das ist? Boah, krank. Ey, da muss ich, wenn ich jetzt von den träume, ne? Ja, eben. Dennis. Herauf, bitte.
Meine Liebe, macht einmal alle jetzt die Picochet 100.000 Likes und dann kann ich dann aufmachen, weil Bruder Amir ist live. Na, dann gehen wir alle, ich gehe nur als Zuschauer hin, geht dann alle bei Bruder Amir live. Okay. Bruder Reza, du kannst ja live gehen bei Bruder Amir? Nee, oder bist du zu müde? Nein, ich war schon heute mit dem Meerisch, um das reicht. Eine Frage noch. Ich will den auch nicht zu sehr unterstützen und sowas, ne? Ich wollte jetzt nur noch mal, ich bin ja aus der Schweiz und ich habe mal gehört, dass der Teufel hier wohnt, kann das sein? Ja, bestimmt. Gell, in Genf. Weil die Schweiz ja so schön ist und der Teufel hat ja keinen schlechten Geschmack. Ja. Was ich bestimmt will, also hat er sich heftigste Wohnung da geholt. Nein, wirklich, ich habe mal was gelesen. Nein. Ich weiß natürlich alleine, wegen den ganzen Banken und so weiter, ist natürlich ein Hauptschauplatz für die ganzen Satanisten hier in Europa. Ne? Und da gibt es eine immense satanische Aktivität, alleine auch wegen dem CERN, was sie da versuchen, halt die Tore der Hölle zu öffnen, damit die Dämonen rauskommen. Ne? Die sind ja die ganze Zeit da am Experimentieren, wie sie das Tor öffnen können. Wie meinst du das? CERN, das Logo kennst du ja, ne? Dieses... das ist so halt in den Schweizer Alpen so eine Dingsstätte, so eine Versuchsstätte von heftigsten Wissenschaftlern, um das sogenannte Gottesmolekül herauszufinden, was die Materie und so weiter zusammenhält. Also Materie, Antimaterie, da experimentieren die da mit. Aber im Endeffekt experimentieren die nicht damit, sondern die wollen einen Weg finden, wie sie eben das Tor zur Hölle öffnen können aus dem Erdinneren, damit bestimmte Dämonen da rauskommen. Unglaublich. Und deswegen ist die Schweiz schon, würde ich mal sagen, eines der größten zentralen Zentren des Satans hier auf Erden. Aber wir wissen aus Offenbarung 2 eben, das Sendschreiben an Pergamus, dass der Thron des Satans in Pergamus jetzt in Berlin ist. Das Pergamon-Altar, das Zeus-Hochaltar, ist ja jetzt nach Berlin gebracht worden. Adolf Hitler hat den ja nach Berlin gebracht und ist jetzt im Pergamon-Museum in Berlin. Das heißt also, auch Deutschland ist ein Hauptschauplatz des Satans. Okay. England. Ich habe mal was gelesen, dass er eben sein Thron hier in der Schweiz wäre, also in Genf, aber eben jetzt, wenn du das sagst. Und dann da schreibt einer, in Russland wurde doch ein tiefes Bohrung gemacht, das Tor zur Hölle. Nein. Es wird erst in Offenbarung. Die Hölle, warte, ich will nur was erwähnen. Die Hölle könnt ihr erst nicht sehen, die Hölle könnt ihr nicht hören. Egal, was die Videos das sind, es ist nicht die echte Hölle. Weil das geht nicht. Nein, die Hölle kannst du nicht sehen und kannst nicht hören, die ist unsichtbar für uns. Lukas 16 zeigt jetzt nochmal deutlich, dass du nicht mal ein Toter rauskommt, ne, und andere warnen kann. Ne, mit Lazarus und der Reiche, die Geschichte sehen wir es ja. Ja, aber gut, während der Apokalypse wird der Herr eben das Tor öffnen und diese... Ja, das ist ja was anderes. Ich rede jetzt von jetzt. Ich meinte ja von jetzt. Ich rede nicht von jüngster Tag. Das ist eine andere Geschichte. Nee, jetzt noch nicht. Erst in der Apokalypse wird das Tor geöffnet und dann kommen auch bestimmte ganz bösartige Dämonen raus, die eben die Menschen quälen werden für eine bestimmte Zeit lang. Und zwar ganz, ganz übel, sodass die Menschen wünschen zu sterben und die können es nicht. Das ist heftig. Wovon geht man aus, was das für Dämonen sind? Sind das diese, die mit Nephilins, also die Nephilins gegründet haben? Genau, die ihre Behausung verlassen haben und mit den Menschen, Töchtern eben. Ah, Bruder Reza, mir fällt da was ein. Ja. Oh, das wurde mir sogar einmal mal gefragt und ich kenne die Antwort in Wirklichkeit nicht. Ein Engel, also ein Dämon natürlich, ein gefallener Engel, hatte Geschlechtsverkehr, ne, mit einem Mensch gehabt und da sind Nephilins entstanden, halb Mensch, halb Engel. Ja. Sind die, ich weiß sogar, dass der David gegen Goliath, Goliath war ein Nephilim, der war ein Riese. Ja. Können Nephilins aus freier Entscheidung den Herrn annehmen? Ich rede von David. Könnten die gerettet werden oder sind die direkt schon für die Verdammnis direkt gemacht worden? Ich denke schon. Weil ich kannte keinen Nephilim, der die waren direkt böse. Ausgelöscht. Ja, genau. Und du siehst ja auch, dass der Nephilim da auf der Seite der Philister gegen Israel kämpft. Das war wieder ein
ein Symbol eben des sündigen Menschen oder beziehungsweise Satan, der den sündigen Menschen reitet, damit eben das Böse vollbracht wird. Ja, genau. Ich habe ja auch so gesehen, die haben sich immer für das Böse entschieden. Ich habe nicht eingesehen, aber einer rein könnte er. Ich weiß es nicht. Also ich immer das Böse meine, haben die entschieden, letztendlich. Dazu haben wir überhaupt kein einziges Beispiel. Eher haben wir immer nur Beispiele für das Gegenteil, nämlich für das Böse. Genau, genau. Würde ich dann so offen lassen, aber eigentlich immer tendieren, dass die eigentlich nicht, ne? Weil die sich immer für das Böse, immer, immer wieder. Es gibt kein einziges. Weil die Nephilims gibt es ja gar nicht mehr. Die sind ja verdammt, also ausgelöscht. Ja, ja. Es berichten mir, also haben mir schon mal Frauen berichtet, wo die ja eben sagen, dass nachts der Dämon in ihr Bett kriecht, unter die Decke und mit denen auch schläft. Heftig. Weißt du, was der Herr mit diesen Engel macht? Der Herr schmeißt die sofort schon in Hades, sofort schon. Ja. Ne? In den anderen, sofort. Weil das ist die Sünde, sofort. Die sagen, weil die Engel, diese gefallenen Engel, die haben nur so Jesus, wo die gesehen haben, die wussten nicht mal, boah, ist da schon der zweite, komm, die haben das nicht unterscheiden können. Und dachten dann, Herr, du bist schon hier, ne? Musst du nicht erst später kommen oder so? Und die haben voll gezittert, weil die den gesehen haben. Dann hat er ihr erklärt und dann hatten die gesagt, oh, okay, ne? Die haben ja richtig gezählt, weil die wussten jetzt, wenn die in Höllenfeuer schon geschmissen ist, schon die Zeit da, die ist schon, ist doch viel zu früh. Aber die diese Sünde begehen, diese Sünde, die sind sofort in die Hölle, die werden sofort weggeschickt, sofort in diese Hades werden die geschickt. Ja, genau, die werden dann mit Ketten bewahrt werden, eben, aber die werden losgelassen werden, ne, in der Apokalypse auf die Sünder. Das ist der Lauf. So, ihr Lieben, ja, dann überlasse ich euch dem Herrn Jesus Christus. Ich gehe auch raus. Gottes Segen. Ja, ich mache jetzt aus. Gottes Segen. Danke euch allen. Ja, Gottes Segen. Paulus, Dennis, Reza, euch auch alles Gute. Ja. Und danke noch für die Antworten und alles. Ja, das danke den Herrn. Sehr, ja. Ja, ja, genau. Und jetzt alle zu diesem Hetz darüber gehen. Alle bei Bruder Armin den größten Hetz darüber gehen. Ja, genau. Live, Bruder Hetz. Okay, gut. Der ist live, der Armin. Du kannst, wenn du willst, I love Jesus, geh bei Armin hoch. Stell ein paar Fragen. Ja, okay, ja, okay. Danke dir, Pablo, mein Lieber. Ja, dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum Gottes Segen, ciao.